Das Unglück am Djatlo-Pass 1959 ist eines der mysteriösesten Ereignisse in der Geschichte des Bergsteigens in Russland und in der Geschichte der ungelösten Todesfälle. Am 23. Januar 1959 startete eine Gruppe von 10 jungen ehrgeizigen sowjetischen Wanderern eine Tour im Uralgebirge. 8 Männer und 2 Frauen im Alter zwischen 21 und 24 Jahren. Nur einer der Männer war mit 37 Jahren etwas älter. Der Führer der Gruppe war der 23-jährige Igor Djatlo. Nach ihm wurde später der Pass benannt, auf dem das verlassene Zelt gefunden wurde. Die Gruppe wollte den 1182 Meter hohen Berg Otorten besteigen. Die Region um den Otorten ist geprägt von dichten Wäldern, steilen Hängen und schwer zugänglichen Geländeformen. Sie alle waren Mitglieder des Komsomol. Wer damals Karriere machen wollte, musste der kommunistischen Partei beitreten. Einer der jungen Männer brach die Wanderung aus gesundheitlichen Gründen ab. Die kalten Temperaturen von etwa minus 20 Grad hatten sein Rheuma-Leiden verschlimmert. Die anderen 9 Wanderer schlugen am 1. Februar 1959 gegen 17 Uhr erschöpft ihr Lager auf dem schneebedeckten Hang des Berges Kolatschiakl auf. Der Name bedeutet übersetzt so viel wie Berg der Toten. Sie errichteten dort ihr Zelt und übernachteten vermutlich dort. Ihr Holzofen blieb in dieser Nacht unbenutzt. Weil die Gruppe nicht wie geplant am 14. Februar in Wissai eintraf, meldeten die Angehörigen sie als vermisst. Eine Woche nach Beginn der Suche, am 27. Februar, fand man die ersten 5 Leichen etwa 1500 Meter vom Zelt entfernt. Wegen starker Schneefälle konnten die übrigen 4 Leichen erst am 5. Mai gefunden werden. Sie lagen in einem Flussbett in der Nähe ihrer Kameraden. Bei 6 von ihnen war Unterkühlung die Todesursache. 2 starben an mehrfachen Rippenbrüchen und den damit verbundenen inneren Blutungen. Und einer starb an einem Schädelbasisbruch. Die Opfer mit den Rippenbrüchen und dem Schädelbasisbruch gehören zu denen, die im Fluss gefunden wurden. Es gab bei niemandem Anzeichen eines Kampfes. Die Opfer tragen in mehreren Fällen Kleidungsstücke von anderen Gruppenmitgliedern. Es gibt widersprüchliche Aussagen dazu. Aber klar ist, dass die Besitzverhältnisse in Bezug auf die Kleidung an ihrem letzten Tag offenbar keine gravierende Rolle mehr spielten. Bei allen 4 Leichen, die im Fluss gefunden wurden, wurde radioaktive Verschmutzung an der Kleidung festgestellt. Das Zelt der 9 Wanderer stand auf einer Höhe von 1079 Metern oberhalb der Baumgrenze, auf dem stark windigen Osthang des Berges Kolatschiakl und wurde am 27. Februar von den Suchmannschaften gefunden, noch bevor die ersten Leichen entdeckt wurden. Es lag fast vollständig bedeckt unter etwa 20 cm dickem Schnee. Rund um das Zelt standen mehrere Skistöcke und ein paar Ski. Nahe dem Zelteingang steckte ein Eispickel fest im Boden. Auf der Plane des Zeltes lag eine funktionstüchtige Taschenlampe. Sie lag auf etwas Schnee, war aber nicht von Schnee bedeckt. Anhand der Untersuchungen und der Auswertung der Fotos, die die Gruppenmitglieder gemacht hatten, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Djatlo-Gruppe am 1. Februar 1959 ihr Zelt am Hang des Berges aufstellte, dass sie dort übernachtete und dass sie am 2. Februar aufgrund unbekannter Umstände ihr Zelt ohne angemessene Kleidung verließ. Vom 31. Januar bis 1. Februar schneite es ununterbrochen im Gebiet des Mount Kolatschiakl. Die Schneefälle wurden von starken Winden begleitet. Am 1. Februar gab es Temperaturen zwischen minus 14 und minus 22 Grad. Am 2. Februar herrschten Temperaturen zwischen minus 25 und minus 32 Grad. Ungefähr 15 bis 20 Meter vom Zelt entfernt, in der Richtung, in der die Leichen später entdeckt wurden, waren im Schnee Fußabdrücke von 8 Personen zu erkennen, und es war offensichtlich, dass die betreffenden Personen keine Schuhe anhatten. Die Spuren ragten über die umgebende Schneeoberfläche hinaus. Der Wind hatte den losen Schnee um die Spuren herum weggeblasen. Die Spuren zeigten deutlich, dass die Personen in normaler Geschwindigkeit den Hang hinuntergingen. Sie waren nur in einem Abschnitt von 50 Metern sichtbar. Mit jedem weiteren Schritt hinab wurde die Schneedecke höher, sodass mit zunehmender Entfernung vom Zelt keine weiteren Spuren mehr erkannt werden konnten. Am Fuße des Berges fließt ein bis zu 70 cm tiefer Fluss in einer Schlucht. Das ist der Fluss Auspia,
dessen Quelle sich hier befindet. Genau in der Richtung des Flusslaufs wurden die Leichen der 9 Wanderer gefunden. Folgende Sachen fand man im Zelt. Unter dem Boden des Zeltes lagen 8 Paar Ski mit der Gleitfläche nach oben. Im Zelt standen 9 Rucksäcke mit diversen persönlichen Gegenständen, Jacken und Regenmänteln, sowie 9 Paar Schuhen und 9 Wolldecken. Außerdem lagen dort Herrenhosen, 3 Paar Stiefel, warme Pelzmäntel, Socken, Mützen, Skimützen, verschiedene Utensilien und Lebensmittel. Auch Notizbücher, Reisepläne, Kameras und Kamerazubehör lagen im Zelt. Der Stoff des Zeltes wurde von innen zerschnitten. Es gab viele kleine Schnitte und auch 2 größere Schnitte, die groß genug waren, um dort hindurchzugehen. Innen im Zelt nahe des Eingangs stand ein Eimer mit Lebensmitteln und einer leeren Flasche Wodka. Möglicherweise war das genau die Flasche Wodka, die Ljudmila Dubinina in ihrem Tagebucheintrag am 24. Januar erwähnte. Weitere Lebensmittelvorräte in Tüten lagen herum. Es standen mehrere Hausschuhe von verschiedenen Paaren im Zelt verteilt, und es lagen einige Skimützen und andere kleine Gegenstände herum. Der Holzofen lag verpackt in seinem Transportkoffer mit einem unverbrannten Stück Holz. Es wurde keine Asche gefunden. Im Zelt lag ein in mehrere Teile zerschnittener Skistock, auf dem offenbar das nördliche Ende des Zeltes gespannt war. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes. In der Nähe des Zeltausgangs wurden alte Spuren von Urin gefunden. Juri Doroschenko war Student im 4. Jahr am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk und war 21 Jahre alt. Er hatte bereits 6 Wanderungen hinter sich. Seine bisher anspruchsvollsten waren 2 Sommerwanderungen der Kategorie 3. Diese Kategorie bezeichnet den schwierigsten Grad einer Wanderung. Doroschenko lebte mit seiner Mutter, seiner Schwester und seinem Bruder zusammen. Er war der ältere von den Geschwistern. Sein Vater starb 1954 an einem Herzinfarkt. Er hatte früher mal eine enge Beziehung mit Sina Kolmogorova, aber sie trennten sich. Die Trennung ging offenbar von ihm aus. Mehr Einzelheiten dazu finden sich in den Briefen von Sina Kolmogorova. Auch mit Igor Djatlo war Doroschenko gut befreundet. Er stammte aus einer sehr armen Familie. Für gewöhnlich trug er eine Jacke, die nicht wirklich geeignet war, ihn vor den eisigen Temperaturen in Sverdlovsk zu schützen. Er galt als sehr zurückhaltend und wortkarg. Auf einem früheren Campingausflug hatte er mal einen großen Braunbären verjagt, nur mit einem Hammer in der Hand ging er drohend auf den Bären zu und verfolgte ihn noch eine Weile, als dieser flüchtete. Der Student Brusnitsin sagte über Doroschenko, dass der etwas stur sei, aber wenn er mal Feuer gefangen habe, dann sei er bereit, Berge umzuwerfen, und das tat er auch. Am 9. März 1959 wurde Juri Doroschenko auf dem Friedhof Mihailovskoe in Jekaterinburg beerdigt. Tausende Menschen waren bei der Prozession anwesend. Die Verletzungen von Juri Doroschenko. Auf der rechten Seite des Kopfes sind die Haare verbrannt. Ohr, Nase und Lippen waren mit Blut bedeckt. Seine Oberlippe war geschwollen. Das Weichgewebe der rechten Wange war mit grauem Schaum bedeckt, aus seinem offenen Mund kam eine graue Flüssigkeit. Die offensichtlichste Ursache dafür ist ein Lungenödem. Seine Ohrmuscheln hatten eine bläulich-rote Farbe. Es gab Abschürfungen an den Schultern und 2 Schnitte auf der rechten Schulter. Ein blauer Fleck befand sich in der rechten Achselhöhle. Braunrote Blutergüsse auf dem rechten Unterarm waren sichtbar. Die rechte Hand war geschwollen und es gab kleine Abschürfungen im hinteren Weichteilgewebe. Auf dem rechten Handrücken war ein Bluterguss. An beiden Händen waren Weichteile und Fingerspitzen dunkelviolett, alle Finger und Zehen sind stark erfroren. Kleinere Abschürfungen waren an den Innenflächen des linken Ellenbogens. Eine oberflächliche Hautwunde befindet sich auf der Innenseite des linken Unterarms. An den Schienbeinen beider Beine waren blaue Flecken. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Doroschenko lag 1500 Meter vom Zelt entfernt unter einer Zeder und wurde am 27. Februar als erstes Opfer von der Suchmannschaft gefunden. Zusammen mit Juri Krivonischenko, er trug ein ärmelloses Baumwollunterhemd, ein kurzärmliches kariertes Hemd, Shorts, Badehosen und eine Baumwollunterhose. Er trug an beiden Füßen unterschiedliche Wollsocken, am linken Fuß waren die Socken verbrannt. Er hatte keine Schuhe an.
Die toten Flecken wiesen darauf hin, dass sein Körper nach dem Tod bewegt wurde. Juri Krivonischenko war 23 Jahre alt und hatte sein Studium am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk bereits 1957 abgeschlossen. Juri Krivonischenko hatte bereits 8 Wanderungen hinter sich. Seine bisher anspruchsvollsten Wanderungen waren eine Winterwanderung und eine Sommerwanderung, jeweils in der Kategorie 2. Krivonischenko lebte mit seinen Eltern und seinem älteren Bruder zusammen. Sein Vater war leitender Bauingenieur des Kraftwerks Beloyarsky. Da seine Eltern wohlhabend waren und eine große Wohnung hatten, traf Krivonischenko sich oft mit seinen Freunden zu Hause. Es wird vermutet, dass er ein KGB-Rekrut war. Er arbeitete in einer geheimen Atomanlage, in der es am 29. September 1957 zu der Mayak-Katastrophe kam. Auch als Kyschtym-Katastrophe bekannt. Diese war nach der Katastrophe von Tschernobyl der zweitschwerste nukleare Zwischenfall mit freigesetzter Radioaktivität. 22 Dörfer waren der gefährlichen Strahlung ausgesetzt. 10.000 Menschen wurden damals evakuiert. Krivonischenko wusste immer einen guten Witz zu erzählen und unterhielt seine Freunde oft mit den Klängen der Mandoline. Am 24. Januar 1959 hatte er in der Stadt Zero die Aufmerksamkeit von Polizisten auf sich gezogen, weil er laut sang und anschließend mit seiner Mütze herumging und Geld dafür sammeln wollte. Der Auslöser für sein Verhalten war Jutmila Dubinina, die der Schatzmeister der Expedition war und die kein Geld herausrücken wollte für ein Frühstück in einem Café. Sie schrieb dazu in ihrem Tagebuch, dass sie darum als geizig und gierig beschimpft wurde. Krivonischenko schrieb auf einer Zugfahrt in dieser letzten Exkursion eine kurze Randnotiz auf einen Brief, den Sinaida Kolmogorova an ihre Freundin Lidija Grigorjeva schrieb. Lidka, Gruß, ich bin es Jurka, der zufällig einen Schnurrbart hat. Wo bist du gerade? Schreib Liebling, ich warte, ich werde bis März in Sverdlovsk sein, nachdem ich von der Expedition zurückgekommen bin. Ich gehe mit Djatlo und dann nach Krasnojarsk. Komm uns entgegen, wenn wir von der Wanderung zurückkommen. Oh, Maschinenbau, ho ho ho, na gut. Grüße von Kolka Popov, schnauzbärtig und düster. Am 9. März 1959 wurde Juri Krivonischenko auf dem Friedhof Iwanowskoje in Jekaterinburg beerdigt. Tausende Menschen waren bei der Prozession anwesend. Die Verletzungen von Juri Krivonischenko. Er hatte Prellungen auf der Stirn und eine Blutung in der rechten Schläfe und am Hinterkopf. Am linken Schläfenbein war ein Bluterguss. Die Nasenspitze fehlte, ein Stück Haut der rechten Hand befand sich in seinem Mund. Der rechte Handrücken war geschwollen, die Farbe seiner Finger war braun-violett. Es gab Hautabschürfungen an der rechten Hand und eine Wunde am Daumen. Alle Fingerspitzen waren dunkelbraun gefärbt. Die linke Hand war geschwollen und hatte eine Wunde. An den Fingern gab es kleine Fleischwunden. Am linken Gesäß war das Weichgewebe beschädigt, Teile der Haut hingen herab. Es gab dunkelbraune Schürfwunden auf dem linken Oberschenkel. Das linke Schienbein und der linke Fuß waren geschwollen. Auf der gesamten Oberfläche des linken Schienbeins gab es eine große Brandwunde. Die Rückseite des linken Fußes ist dunkelbraun gefärbt. Der zweite Zeh ist auf der Rückseite verkohlt. Auf dem rechten Oberschenkel und dem rechten Schienbein befinden sich dunkelbraune Abschürfungen. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Krivonischenko lag 1500 Meter vom Zelt entfernt unter einer Zeder und wurde am 27. Februar als erstes Opfer von der Suchmannschaft gefunden. Zusammen mit Juri Doroschenko, er trug ein kariertes Baumwollhemd, ein Baumwollunterhemd, Reste einer Unterhose, eine Badehose, eine Socke. Der rechte Fuß ist barfuß, der linke trägt eine zerrissene Socke. Halb verbrannte Äste in einem Loch unter der Zeder deuten auf ein provisorisches Feuer hin. Am Lagerfeuer werden verkohlte Socken, eine verkohlte Sturmhaube und ein kariertes Hemd entdeckt. Es waren deutlich mehr Personen im Bereich der Zeder anwesend. Ein verbranntes Taschentuch einer Frau wurde dort gefunden. Die Arbeiten zur Aufbereitung von Brennholz, die dort erledigt wurden, sind zu umfangreich für nur 2 Personen. Davon zeugen zahlreiche Schnittwunden an Baumstämmen, abgebrochenen Ästen und Tannenbäumen. Igor Djatlo war Student im 4. Jahr am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk und war 23 Jahre alt.
Er hatte bereits Erfahrungen mit 15 Wanderungen. Seine bisher anspruchsvollsten waren 3 Sommerwanderungen der Kategorie 3 und eine Winterwanderung der Kategorie 3. Er lebte mit seinem Vater und seiner jüngeren Schwester zusammen. Djatlo war technisch sehr begabt, er baute unter anderem ein kleines Radio, das er auf Wanderungen mitnahm. Er hatte auch den Ofen selber entworfen und gebaut, der auf dieser letzten Expedition mitgenommen wurde. Djatlo wurde als ausgeglichen und freundlich beschrieben und war bekannt für stets gewissenhafte und ernsthafte Erledigung seiner Arbeiten. Er galt als mutig, selbstbewusst und leidenschaftlich. Er war Funkamateur und fotografierte gern. Im Postamt Visay schickte er am 26. Januar 1959 eine Nachricht an den UPI-Sportverein, um die Ankunft der Gruppe am nächsten Kontrollpunkt anzukündigen. Er schrieb anschließend auch eine Postkarte an seine Familie. Hallo zusammen, heute 26. machen wir uns auf den Weg. Wir sind gut angekommen. Vom 12. bis 15. Februar werde ich Sverdlovsk besuchen. Ich werde wahrscheinlich nicht nach Hause kommen, also lass Rufa die Bettwäsche für einen Ausflug nach Penza auf unser Zimmer bringen. Von dort werde ich zwischen 5. und 7. März zurückkehren. Grüße, Igor. Der frühere Student des UPI, Axel Roth, war 1956 mit Djatlo auf einer Sommerwanderung der Kategorie 3. Er sagte, Djatlo blieb dort ganz für sich und freundete sich mit niemandem an. Axel Roth war der Versorgungsleiter der Gruppe. Zu seinen Aufgaben gehörte unter anderem die Verteilung der Fracht unter den Gruppenmitgliedern. Er sagte, dass Djatlo geschummelt hatte, weil er das Gewicht seines Radios mit 3 Kilogramm angab und sich später herausstellte, dass es leichter war. Als Axel Roth Djatlo ein Jahr später wieder traf, war er sehr erstaunt über dessen Veränderung. Djatlo war nun offener und freundlicher und sehr ernsthaft in Bezug auf die zu erledigende Arbeit. Gelegentlich erlebte er bei Djatlo auch mal etwas Humor. Der Student Brusnezin sagte aus, dass Djatlo als der erfahrenste Wanderer in der Gegend gilt und dass alle seine bisherigen schwierigen Reisen stets erfolgreich waren, bis auf eine Ausnahme. Bei einer Wanderung im Kaukasus waren alle Teilnehmer mit ihm als Anführer unzufrieden. Angeblich war Djatlo zu dieser Zeit etwas eingebildet. Am 10. März 1959 wurde Igor Djatlo auf dem Friedhof Mihailovskoe in Jekaterinburg beerdigt. Tausende Menschen waren bei der Prozession anwesend. Die Verletzungen von Igor Djatlo. Er hatte Abschürfungen an der Stirn, an den oberen Augenlidern, an der linken Augenbraue und auf beiden Wangen. Auf seinen Lippen war getrocknetes Blut. Seine Knie wiesen Prellungen auf. Beide Fußknöchel hatten braunrote Abschürfungen mit Blutungen in das darunterliegende Gewebe. Es gab viele kleine dunkelrote Kratzer auf dem rechten Unterarm und der Handfläche. Die Rückseite seiner Hände war lila-grau verfärbt und hatte braunrote Blutergüsse. An den Fingern seiner linken Hand gab es oberflächliche Wunden. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Djatlo war das dritte Opfer, das die Suchmannschaften am 27. Februar fanden. Er lag 300 Meter von der Zeder entfernt unter etwas Schnee begraben. Sein Körper war bekleidet mit einer ärmellosen Pelzjacke, einem Wollpullover und einem karierten Baumwollhemd. In der Brusttasche des Hemdes befand sich eine Packung Streptozide mit 4 Tabletten. Dieses Medikament wird zum Beispiel verschrieben bei Gonorrhoe, auch Tripper genannt. Auch bei Durchfall, bei Meningitis oder auch Hirnhautentzündung, bei Angina und bei Blasenentzündung. Djatlovs Körper war außerdem bekleidet mit Skihose, Jogginghose und Satienunterwäsche. An den Füßen trug er eine zerrissene Wollsocke und 2 Baumwollsocken. Sinaida Kolmogorova war Studentin im 5. Jahr am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk und war 22 Jahre alt. Sie hatte bereits 12 Wanderungen hinter sich. Ihre bisher anspruchsvollsten waren 2 Sommerwanderungen der Kategorie 3. Kolmogorova lebte zusammen mit ihren Eltern und 3 Geschwistern. Ihr Vater arbeitete in einer Fabrik und ihre Mutter war schwerbehindert. Sie half schon seit ihrer Kindheit viel im Haushalt mit. Sie war zuvor schon an 6 Expeditionen beteiligt, die alle von Igor Djatlo angeführt wurden. Sie und Igor Djatlo waren eng befreundet und wurden immer zusammen gesehen. Sie galt als sehr kontaktfreudig und energisch und hatte immer viele Ideen. Alle mochten sie gern, ganz besonders Kinder fühlten sich zu ihr hingezogen.
Am 9. März 1959 wurde Sinaida Kolmogorowa auf dem Friedhof Mihailovsk in Jekaterinburg beerdigt. Tausende Menschen waren bei der Prozession anwesend. Im Dezember 1958, kurz vor der verhängnisvollen Expedition, schrieb Sinaida Kolmogorowa einen Brief an ihre Freundin Lydia Grigorjeva. Zum besseren Verständnis werden die Namen der Gruppenmitglieder hier vollständig ausgesprochen, obwohl in den Briefen meistens nur eine Kurzform des Vornamens stand. Sie schrieb: Lida, ich bin nicht mehr mit Juri Doroschenko befreundet. Überraschend, nicht wahr? Alle sind überrascht. Wir reden nicht einmal mehr und grüßen einander auch nicht. Er geht bereits überall mit einem anderen Mädchen hin. Zuerst war ich untröstlich, ich habe abgenommen, ich war erschöpft. Aber jetzt habe ich mich irgendwie beruhigt. Es ist jetzt 2 Monate her, dass wir nicht mehr zusammen sind. Letzten Sommer besuchte er mich jeden Samstag in Kamensk. Als ich nach dem Praktikum hierher zurückkam, war noch alles in Ordnung, aber dann merkte ich, dass er sich verändert hatte. Weißt du, er schrieb seiner Mutter über mich. Sie antwortete, dass er ein Narr sei und sich in mich verlieben würde, dass ich älter sei als er und er noch jung sei. Seine Freunde sagten dasselbe, dann fing er an mir zu sagen, dass er Freiheit wollte, als ob ich ihn festhalten würde. Dass ich ihm im Weg stünde. Nun, so trennten wir uns, ohne zu streiten. Wir begannen einfach, einander zu ignorieren. Er hat sich sehr verändert. Er geht die ganze Zeit tanzen. Anfangs erschien er überhaupt nicht im Club, weil ich dort Trost suchte, aber jetzt ist alles vorbei. Wir gehen manchmal zusammen wandern, achten aber darauf, einander aus dem Weg zu gehen. Was ich bedauere, Lida, ist, dass er uns so oft besucht hat. Du weißt, im Dorf dachten alle, wenn wir noch nicht verheiratet wären, würden wir es bald sein. Und jetzt schäme ich mich, nach Hause zu gehen. Nach ihm kann ich mit niemandem mehr zusammen sein, ich kann niemanden mehr ansehen, und er und ich werden nie wieder zusammen sein, das weiß ich ganz genau. Das ist der aktuelle Stand meiner privaten Angelegenheiten, Lida. Am 22. Januar schrieb sie einen Brief an ihre Freundin Lydia Grigorjeva. Meine liebe Lida, ich bin heute im Institut angekommen, zur Post gegangen, habe deinen Brief bekommen und war so glücklich. Ich kam aus Kamensk, wo ich mehrere Tage geübt habe, und hier bin ich wieder am Institut. Ich bin gekommen, um an einer Wanderung teilzunehmen. Ich gehe mit Igor Djatlo in den Nordural. Und du verstehst, Lida, Juri Doroschenko kommt auch mit uns. Ich wollte nicht, dass er kommt. Kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn die heilenden Wunden wieder geöffnet werden? Ich war in Kamensk sehr ruhig, obwohl kein Tag verging, an dem ich nicht an ihn dachte. Aber ich schaffte es, mich ohne Schmerzen im Herzen zu erinnern, nur ohne Traurigkeit. Ja, Lidushka, wem soll man nach all dem noch glauben? Und hier sind wir wieder, gemeinsam auf Expedition. Er bat darum, der Gruppe beizutreten. Sie haben ihn mitgenommen, aber sie haben es mir bis zum Schluss nicht gesagt. Er erledigte das Ganze mit den Rucksäcken und er durfte wandern gehen. Lidushka, das wird eine sehr harte Reise für mich. Das verstehst du doch, oder? Ich denke, ich kann ihn wie jeden anderen behandeln, ich werde es zumindest versuchen. Schließlich konnte er dort, wo ich bin, mit einer Gruppe gehen, was bedeutet, dass ich mich auch zusammenreißen muss. Ich werde es versuchen, aber es wird schwierig, weil ich ihn liebe. Lida, hier sind wir wieder zusammen, aber doch nicht zusammen. Ich werde stark sein. Am 24. Januar schrieb sie einen Brief an ihre Freundin Valentina Tokareva, während die Gruppe mit dem Zug nach Sero fährt. Meine liebste Valja, hier sind wir auf dem Weg in die Berge. Du willst eine Überraschung hören? Juri Doroschenko kommt mit uns. Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich fühlen werde. Ich behandle ihn wie jeden anderen, aber es ist wirklich schwer, weil wir zusammen sind und doch nicht zusammen sind. Jetzt schlafen alle. Neben mir sind Judin, Krivonischenko, Kolevatov und sie grüßen dich. Und Rustem Slobodien auch. Der Zug fährt. In 3 Stunden sind wir in Sero. Hinter den Fenstern steht die Ural Taiga. Trotzdem fühlt es sich großartig an, auf dieser Welt zu leben, meine Liebe. Weißt du, diese Stimmung, wenn man gleichzeitig traurig und glücklich ist. Irgendwo wartet Kamensk darauf, dass ich zur Arbeit gehe. Bisher bin ich mit dem Schreiben fertig, da wir gerade gegangen sind und anscheinend der Kontrolleur gekommen ist und wir wie immer nicht alle Tickets haben. Lebe, Valjushka, freue dich über das Gute. Was soll's, wenn es manchmal Traurigkeit gibt? Schließlich muss man leben, nicht wahr? Wir müssen nur das Gute im Leben sehen, dann macht das Leben mehr Spaß. Ich gebe dir mein Wort, dass alles gut wird.
Heute bin ich sehr traurig, weil er Hand in Hand mit einem der Mädchen geht. Ich bin eifersüchtig. Sinaida Kolmogorova hat für diese Wanderung ein kleines Notizbuch angelegt, in das sie wie in ein Tagebuch schrieb. Zum besseren Verständnis werden die Namen der Gruppenmitglieder hier vollständig ausgesprochen, obwohl im Tagebuch meistens nur eine Kurzform des Vornamens stand. Auf der ersten Seite stand: Nord-Ural, Wanderung 3, Schwierigkeitsgrad 3, Anführer Igor Djatlo. Ihre Einträge begannen am 24. Januar. Hier sind wir wieder auf einer Wanderung. Jetzt in Zero. Gestern haben wir den ganzen Abend bis 3 Uhr morgens Lieder gesungen. Bei uns ist der Ausbilder der Kaurov-Sportbasis Alexander Zoloteriov. Er kennt viele Lieder, es ist irgendwie schön, dass wir neue Lieder lernen. Besonders eins namens Zumba und andere. Heute bin ich ein wenig traurig. Aber es ist nichts, ich war mit Rustem Slobodin im Einsatz. Wir gingen und redeten mit den Schulkindern, dann verabschiedeten sie uns alle, brachen sogar in Tränen aus und wollten uns nicht gehen lassen. Am 25. Januar schrieb sie folgende Sätze in ihr Buch. Kamen um Mitternacht in Ivdel an, verbrachten die Nacht am Bahnhof und bauten ein Zelt auf dem Boden auf. Ja, wir wurden bereits zweimal von der Polizei gesichtet. Einmal wurde Juri Krivonischenko zur Polizeistation gebracht. Er wollte Geld für Süßigkeiten sammeln. Es war lustig. Dann erreichten wir mit dem Zug Ivdel, übernachteten am Bahnhof, stiegen am Morgen in einen Bus und fuhren zu einem Hotel in Ivdel. Dann nahmen wir den Bus und fuhren los. Wir sind 20 Personen, Rucksäcke und Skier. Wir mussten uns auf 3 Ebenen stapeln, aber wir haben die ganze Zeit Lieder gesungen. In Vishai angekommen. Zuerst machten wir Halt im selben Club, in dem wir vor 2 Jahren waren. Dann wurden wir zum Hotel gebracht. Den ganzen Abend über wurde über Liebe, Freundschaft, Tänze und andere Dinge diskutiert. Ich habe viel über Dinge gesprochen, die mir völlig unbekannt sind und die ich kaum tue, aber ich habe es aufrichtig versucht. Aber das ist alles Unsinn. Aber wieder fallen mir die Worte von Volt ein. Wie gut hat er es gesagt. Wir haben uns, Symphonie in Gold, angesehen, so kraftvoll. So großartig. Ihr Tagebucheintrag vom 26. Januar lautete: Wir haben in Betten geschlafen. Wir sind spät aufgestanden, sehr spät. Rustem Slobodin und ich sind im Dienst. Wir gingen ins Esszimmer, und dann warteten wir auf das Auto und fuhren los. Heute ist die Straße nicht mehr so schön, es liegt weniger Schnee. Wir fahren jetzt abseits der Straße. Sind lange gefahren. Wie immer wurde ich von einem Landsmann angesprochen. Wir kamen in der 41. Siedlung an. Hier arbeiten einfache Arbeiter, keine Gefangenen, sondern Rekruten. Es gibt viele Kluge. Wir wurden im kleinen Zimmer des Fahrers untergebracht. Heute ist der letzte Tag der Zivilisation. Rustem Slobodin spielt sehr gut Mandoline. Ich höre ihm sehr gerne zu. Heute habe ich Juri Doroschenkos Fäustlinge getragen, aber ich wollte es nicht. Mir wurde gesagt, dass es nicht gut sei, sie nicht anzunehmen, also habe ich sie genommen. Wir reden, aber nicht viel. Am 27. Januar schrieb Sinaida Kolmogorova in ihr Tagebuch: Heute ist der erste Tag unserer Reise. Der Rucksack ist nicht groß, aber etwas schwer. Ja, Jura Judin verlässt uns heute. Seine Ischiasnerven entzündeten sich erneut. So schade, wir verteilten seine Ladung auf unsere Rucksäcke. Es stellte sich heraus, dass wir am letzten Tag eine Art Zivilisation, einen Herd, Menschen und so weiter sehen. Heute haben wir Rucksäcke für den Ausflug zusammengestellt und warten darauf, dass sie bereit sind, und dann werden wir Skifahren. Alle singen, die Arbeiter, die in den Kasernen leben, gehen nicht zur Arbeit, sie singen. Wir sitzen und schreiben Lieder. Viele Arbeitnehmer sind sehr talentierte, intelligente Menschen. Besonders der Bart, sein Bart ist rot und seine Augen sind ebenfalls rot und braun. Die Jungs singen gut, und Rustem Slobodin spielt sehr gut Mandoline. Heute war der letzte Tag, an dem ich und Jutmila Dubinina in Betten geschlafen haben. Wahrscheinlich werden wir heute Abend in einem Zelt sein. Jetzt sind wir in der 41. Siedlung. Heute ist es unser Ziel, die Second North zu erreichen. Es heißt, es gibt dort eine Hütte, aber niemand wohnt darin. Ich interessiere mich in letzter Zeit irgendwie sehr stark für Musik, Gitarre, Mandoline und anderes. Gestern habe ich hier noch einmal 3 Filme gesehen, Auf eigene Faust, Ein solcher Vater und Symphonie in Gold. Ich möchte Symphonie in Gold noch öfter sehen. Den ganzen Tag ging es vor dem Pferd, hinter dem Pferd auf dem Fluss Loswa. Wir flogen oft aufs Eis und reinigten die Skier.
Wir kamen in der Dunkelheit an und suchten nach einer Hütte mit Fenstern und Türen. Second North ist ein verlassenes Dorf, hier lebt überhaupt niemand. Was für ein schöner Ort ist Chusovaya. Die Steine an den Ufern sind teilweise Klippen, Kalkstein, weiß. Heute fahren wir ein paar Kilometer entlang des Flusses Loswa und dann zum Fluss Ausbija. Am 28. Januar schreibt Sinaida Kolmogorova ihren nächsten Eintrag. An diesem Tag hat sie versehentlich einen falschen Monat und ein falsches Jahr in ihr Tagebuch geschrieben. Dort steht 28. Februar 1958. Offenbar ist sie mit den Gedanken nicht ganz bei der Sache. Onkel Slava reist heute mit seinem Pferd ab und auch Jura Judin reist ab. Er nimmt ein paar Steinproben mit. Ich habe diesen Typ zum ersten Mal nach dem Bohren gesehen. Es gibt viel Schokopyrit und Pyrit. Gestern Abend haben die Jungs dumme Witze gemacht. Meiner Meinung nach sind sie vielleicht weniger unhöflich, wenn wir ihnen keine Aufmerksamkeit schenken. Und bisher nichts. Es ist Zeit rauszugehen, aber sie graben und graben immer noch. Ich verstehe nicht, warum es so lange dauert. Die ersten 30 Minuten sind vorbei. Natürlich ist der Rucksack etwas schwer, aber es ist möglich zu gehen. Der erste Tag ist immer schwierig. Der linke Stürmer Alexander Kolevatov testete sein Gerät und gab dann auf. Zweiter Stopp. Gestern war es viel einfacher, ohne Rucksäcke zu gehen. Schnee, 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 Schnee. Am Ufer gefrorener Fluss. Schnee, Schnee. Das Mittagessen dauerte eine Stunde um 16 Uhr. Nach dem Mittagessen machten wir nur noch eine Wanderung und machten eine Pause, um uns auszuruhen. Ich habe das Zelt repariert. Wir legten uns zum Schlafen hin. Igor Djatlo war den ganzen Abend unhöflich, ich konnte ihn einfach nicht erkennen. Ich musste auf dem Holz neben dem Ofen schlafen. Der nächste Eintrag ist vom 29. Januar. Heute ist Juri Doroschenkos Geburtstag. Wir fahren zuerst nach Loswa und dann nach Ausbija. Die Umgebung ist wunderschön. Entlang der Ausbija sind Mansi vorbeigekommen. Eine Spur ist sichtbar, Rillen, ein Pfad ist sichtbar. Auf dem Weg sehen wir oft Mansi-Schilder. Ich frage mich, was draufsteht. Nun führt der Mansi-Pfad nach Süden. Jetzt sitzen wir zu dritt. Rustem Slobodin, Juri Doroschenko und ich und warten auf die anderen. Wir übernachteten in der Nähe der Skipisten. Ich verbrenne mit Juri Doroschenko Brennholz. Wir haben über die Vergangenheit gesprochen. So ein Playboy. Der letzte Eintrag, den Sinaida Kolmogorova in ihr Tagebuch schrieb, ist vom 30. Januar. Wir gehen auf Ausbija. Kalt, der Mansi-Trail endete. Kiefernwald. Am Morgen gab es Sonne, jetzt ist es kalt. Den ganzen Tag liefen wir den Ausbija entlang. Die Nacht werden wir auf einem Mansi-Trail verbringen. Nikolai Tibu Brinol durfte kein Wächter werden, also bleiben Rustem Slobodin und ich heute im Dienst. Verbrannte Fäustlinge und Jurkins Steppjacke. Er fluchte viel. Heute werden wir wahrscheinlich ein Lager bauen. Die Verletzungen von Sinaida Kolmogorova. Gesicht und Hände waren violettrot gefärbt. Sie hatte Abschürfungen an der rechten Stirn, über der rechten Augenbraue und an den oberen Augenlidern. Es gab braunrote Streifen auf dem Nasenrücken und der Nasenspitze. Am linken Wangenknochen waren zahlreiche Abschürfungen zu sehen. Die Haut auf der rechten Gesichtsseite war gequetscht. Auf beiden Handrücken gab es Abschürfungen. Auf dem rechten Handrücken zeigte sich eine Wunde und es fehlte Haut. Ihre Finger zeigten Erfrierungen. Ein etwa 30 cm großer Bluterguss befand sich auf ihrer rechten Seite im Lendenbereich. Es gab keine Anzeichen von sexueller Aktivität bei ihr. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Sinaida Kolmogorova wurde als viertes Opfer am 27. Februar von den Suchmannschaften gefunden. Ihr Körper lag 630 Meter von der Zeder entfernt und 870 Meter vom Zelt entfernt und war mit etwas Schnee bedeckt. Sie trug eine Wollmütze und darunter eine Strickmütze, ein langärmliches gestricktes Unterhemd, zwei Wollpullover und ein kariertes Baumwollhemd. Außerdem war sie bekleidet mit einer Sporthose aus Baumwolle, einer weiteren Hose und noch einer Skihose. An den Füßen hatte sie drei Paar Socken. Sie hatte keine Schuhe an. Rustem Slobodin war 23 Jahre alt und hatte sein Studium am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk 1958 abgeschlossen. Er hatte bereits 7 Wanderungen hinter sich. Seine anspruchsvollste war eine Sommerwanderung der Kategorie 3. Er lebte mit seinen Eltern zusammen, die beide Universitätsprofessoren waren. Slobodin war ein Langstreckenläufer,
spielte gern Mandoline und war im Allgemeinen sehr wortkarg. 1958 unternahm er mit seinem Vater eine 300 Kilometer lange Wanderung von Frunze, dem heutigen Bischkek, in Kirgisistan nach Andijon, in Usbekistan. Am 26. Januar 1959 warf er eine letzte Postkarte an seine Eltern in den Briefkasten in Vissai. Er schrieb: Hallo sesshafte Bürger von Sverdlovsk. Gestern haben wir sicher das Dorf Vissai erreicht. Jetzt fahren wir mit einem LKW zum Ausgangspunkt Second North. Das Wetter ist schön warm, etwa 10 bis 15 Grad. Alles ist gut, es tut mir leid, dass ich mich nicht verabschiedet habe. Ich hatte mich mitreißen lassen. Alles Gute. Bei den Temperaturangaben fehlt natürlich das Minuszeichen. Slobodien hatte für diese Wanderung im Nordural ein Notizbuch angelegt. Auf der ersten Seite steht: An den rastlosen mechanischen Rustik für sein Tagebuch. Darunter steht: Nordural 1959 Sverdlovsk, Vissai. Am Anfang des Büchleins schreibt er: Flugticket. Ivdel, Saran Paul, 250 Rubel, frachtfrei. Es folgen viele Mansi-Worte und die russische Bezeichnung daneben. So wie ein Wörterbuch. Darunter schreibt er drei Strophen eines beliebten Studentenliedes unter der Überschrift Othello. Othello ist ein Schauspiel von William Shakespeare, in dem der dunkelhäutige Feldherr Othello aus Eifersucht seine geliebte Ehefrau Desdemona und daraufhin sich selbst tötet. Am 10. März 1959 wurde Rustem Slobodien auf dem Friedhof Mihailovsk in Jekaterinburg beerdigt. Tausende Menschen waren bei der Prozession dabei. Die Verletzungen von Rustem Slobodien. Es wurden Blutungen an den Schläfenmuskeln festgestellt. Die Stirn hatte braun-rote Abschürfungen. Am oberen Augenlid des rechten Auges befand sich ein Bluterguss. Spuren von Nasenbluten waren sichtbar. An beiden Seiten des Gesichts gab es Schwellungen und Abschürfungen. An beiden Händen gab es Knöchelprellungen. Es gab Blutergüsse auf dem linken Arm und der linken Handfläche. Seine Lippen waren geschwollen. Prellungen am linken Schienbein wurden festgestellt. Am rechten Unterarm fehlte Haut. Die Ohren waren rot-blau. Die Haut des Rumpfes und der Gliedmaßen war bläulich-rosa. Rücken und Handflächen sind braun-violett gefärbt. Ein Knochenbruch des linken Schläfenbeins war ersichtlich. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Rustem Slobodien wurde als fünftes Opfer von den Suchmannschaften am 5. März 1957 gefunden. Sein Körper lag 480 Meter von der Zeder entfernt unter etwas Schnee begraben. Er trug einen Baumwollpullover und darunter ein kariertes Baumwollhemd. In der Hemdtasche fand man seinen Reisepass, einen Füllfederhalter mit Tinte und 310 Rubel. Unter dem Hemd trug er noch drei warme Shirts. Außerdem war er mit einer Skihose bekleidet. Darunter trug er eine Satiensporthose und lange Unterwäsche aus Vlies. Es wurden keine Schuhe erwähnt im Untersuchungsbericht. Wahrscheinlich trug er keine. Jutmila Dubinina war Studentin im vierten Jahr am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk und war 20 Jahre alt. Sie hatte bereits 6 Wanderungen hinter sich. Ihre anspruchsvollste war eine Sommerwanderung der Kategorie 3. Dubinina lebte zusammen mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder. Ihr Vater war Leiter einer Holzfabrik. Ihre Mutter arbeitete im Kindergarten. Sie war aktiv im Sportverein, sang gern und fotografierte gern. 1957 schoss ihr ein Jäger versehentlich ins Bein während einer Wanderung durch das östliche Sajan-Gebirge. Als sie die Erlaubnis erhielt, mit Igor Djatlo eine Tour machen zu können, war sie sehr aufgeregt und sie trainierte viel, um sich gut vorzubereiten. Sie war als starke Persönlichkeit bekannt, auch als scharfzüngig wurde sie bezeichnet. Jutmila Dubinina wurde am 11. Mai 1959 auf dem Sverdlovsker-Mihailovsker Friedhof beigesetzt. Tausende Menschen waren bei der Prozession dabei. Aus dem persönlichen Tagebuch von Jutmila Dubinina. Zum besseren Verständnis werden die Namen der Gruppenmitglieder hier vollständig ausgesprochen, obwohl im Tagebuch meistens nur eine Kurzform des Vornamens stand. Jutmila Dubinina schrieb am 23. Januar: Es ist der letzte Tag der Vorbereitungen und alles war ziemlich hektisch. Ab 11 Uhr morgens lief ich zwischen den Geschäften hin und her und kaufte verschiedene Kleinigkeiten. Und ich war so dumm, 5 Meter Battis zu kaufen, was 200 Rubel kostete.
Ich hatte es so eilig zu packen und natürlich habe ich meinen Pullover zu Hause vergessen. Jeder war mit etwas beschäftigt und wir hatten so viel zu tun. Kurz vor unserer Abreise kamen uns diejenigen entgegen, die sich verabschieden wollten. Wir hatten wirklich wenig Zeit, kamen aber mit wenigen Sekunden Vorsprung am Bahnhof an. Dann mussten wir uns von allen verabschieden. Bevor wir gingen, sangen wir ein paar Lieder. Aber im Wagen schloss sich die Gruppe Blino uns an und wir sangen zusammen. Besonders hervorzuheben ist Krotows Bass. Diesmal gab es viele sehr neue Lieder, die wir mit Hilfe eines Lehrers, Semyon Zolotaryov, der uns auf der Wanderung begleitet, aufschrieben. Zuerst wollte niemand diesen Semyon Zolotaryov, denn er ist ein Fremder, aber dann waren wir uns alle einig, weil wir ihn nicht ablehnen konnten. So waren wir 10 und blieben 10, denn Slavka wurde vom Fakultätsbüro nicht entlassen. Am 24. Januar fand sich folgender Eintrag. Wir kamen sehr früh in Zero an. Wir durften den Bahnhof nicht mit den Rucksäcken betreten. Wir ließen uns in der Nähe des Bahnhofs nieder. Die Jungs beleidigten den Schatzmeister, das bin ich, mit dem Vorwurf des Geizes und der Gier. Leider ist die Kantine an dieser Stelle für uns ein großer Luxus. Es gab einen kleinen Vorfall. Juri Krivonischenko wurde von der Polizei festgenommen und der Täuschung beschuldigt. Unser Held beschloss, nach dem Singen eines Liedes durch den Bahnhof zu laufen und mit der Mütze um Geld zu betteln. Juri Krivonischenko musste gerettet werden. Dann gelang es uns, zusammen mit der Blino-Gruppe in die Grundschule zu ziehen. Nach dem Mittagessen begannen wir mit dem Vorbereiten der Ausrüstung. Ich beschloss, den Kindern der ersten und zweiten Klasse einen Vortrag über Tourismus vorzulesen. Unsere Geschichten und Dinge gefielen ihnen sehr gut und sie fühlten sich sehr an uns gebunden. Die Zeit bis 18 Uhr in Gesellschaft unserer neuen jungen Freunde verging wie im Flug. Die Bindung der Kinder, besonders zu Sinaida Kolmogorova, war so groß, dass sie sich unter Tränen trennten. Im Zug sangen wir alle Lieder, begleitet von einer Mandoline und einfach so. Dann kam aus heiterem Himmel ein junger Alkoholiker zu den Jungen und beschuldigte sie, eine Flasche Wodka gestohlen zu haben. Er forderte sie zurück und drohte ihnen, einen Schlag auf die Zähne zu verpassen. Am Ende konnte er nichts beweisen oder bekommen und ging weg. Juri Doroschenko kam und sang eine Weile mit uns und ging dann. Wir sangen und sangen, und niemand bemerkte, wie wir anfingen, über Liebesthemen zu diskutieren, insbesondere über Küsse. Wir haben natürlich allerlei Unsinn geredet. Jeder war interessiert. Jeder wollte sich zu Wort melden und versuchte, den anderen zu übertrumpfen und seine eigene Meinung zu beweisen. Alexander Kolevatov war der Beste in unseren Debatten. Wahrscheinlich hat er nicht nur seine eigenen Gedanken zum Ausdruck gebracht, sondern auf jeden Fall offensichtlich gewonnen. Wir kamen nachts in Ivdel an und übernachteten am Bahnhof. Wir ließen uns in der Ecke nieder, breiteten das Zelt aus und legten uns sofort zum Schlafen hin. Ich blieb wach. Ich habe die Zeit genutzt, um Überschuhe zu nähen und Lieder zu kopieren. Jurkina Olva schrie von Zeit zu Zeit, wahrscheinlich aus Langeweile und Hunger. Ich habe bis 3 Uhr morgens durchgehalten. Dann legte ich mich hin, nur Boria nähte noch lange irgendetwas, aber er zog sich dann schließlich zurück. Evgeny Zinoviev ärgert mich oft, manchmal sagt er sogar beleidigende Dinge. Er scheint mich für dumm zu halten. Es ist meine Schuld, da ich gerne Öl ins Feuer gieße. Verdammt! Folgende Einträge schrieb Jutmila Dubinina am 25. Januar. Sie weckten uns, ohne dass wir viel geschlafen haben. Ich habe Rustem Slobodin gesagt, dass ich wegen schlechter Bedingungen nicht abwaschen werde. Er hat zugestimmt. Der Bus kam sofort, wir stiegen schnell auf. Mussten auf 3 Ebenen reisen. Nikolai Tibu Brinol musste seinen Körper an die Decke drücken, wir haben natürlich wieder gesungen. Ich habe meine Stimme völlig verloren. Juri Doroschenko stritt wieder, aber trotzdem ist er immer noch ein gutmütiger Mensch, zumindest seinem Verhalten nach zu urteilen. Ich bin mir immer noch treu. Juri Krivonischenko und Sinaida Kolmogorova sangen. Als wir an einer Abzweigung ankamen, fuhr der Bus in ein Dorf und sollte in einer Stunde zu uns zurückkommen. Wir gingen zu Fuß weiter. Es war so schön, die Straße entlang zu laufen, so schönes Wetter. Wir waren ein bisschen verrückt und wälzten uns im Schnee. Während unseres Spaziergangs kam es zu einem Zwischenfall. Ein Auto, das aus dem Wald kam, blieb in der entgegengesetzten Richtung stecken. Unsere Jungs eilten zur Rettung. Schließlich rissen sie es in 2 Hälften heraus. Dann kam unser Bus und wir stiegen ein. Die Diskussion drehte sich nun um Glück. Im Grunde waren unsere Jungs die aktivsten. Sie versuchten, eine Definition von Glück zu geben, aber jeder hatte seine eigene Meinung. Kamen um 4 in Vishai an. Die Blino-Gruppe fährt weiter zur Siedlung 41, wo
wo wir übernachten. Wir hatten einen tränenreichen Abschied von der Blino-Gruppe. Die Stimmung sank. Zum Abschied sangen wir mit Sinaida Kolmogorova und Juri Krivonischenko. Im Allgemeinen bin ich sehr, sehr traurig. Wir haben großes Glück. Die Symphonie in Gold wurde gezeigt. Wir ließen alle unsere Sachen und Rucksäcke im Hotel und gingen in den Club. Das Bild war etwas unscharf, aber das überschattete das Vergnügen überhaupt nicht. Juri Krivonischenko, der neben mir saß, schmatzte mit den Lippen und stieß vor Freude ein O aus. Das ist wahres Glück, das mit Worten so schwer zu beschreiben ist. Die Musik ist einfach fabelhaft. Die Stimmung nach dem Film verbesserte sich deutlich. Igor Dyatlo war nicht wiederzuerkennen. Er versuchte zu tanzen und begann sogar zu singen. Ich bin heute mit Juri im Dienst. Wir beschlossen, Nudeln auf dem Herd zu kochen. Allerdings war es sehr schwierig, den Ofen mit so rohem Brennholz anzuheizen, sodass es viel Zeit in Anspruch nahm. Schließlich begannen wir zu essen. Während des Essens kam es zu einer Diskussion über die Freiheitsrechte von Jungen und Mädchen und so weiter. Meiner Meinung nach führen solche Diskussionen zu nichts. Aber wir tun es trotzdem, um der Seele Luft zu machen. Wir gingen spät zu Bett, mussten uns zu zweit in die Betten legen, nur Juri Krivonischenko und Alexander Kolevatov schliefen auf dem Boden zwischen den Betten. Am 26. Januar findet sich dieser Eintrag in ihrem Tagebuch. Am Morgen sprang Alexander Kolevatov aus der Kälte auf und sagte, dass er eine kalte Nacht gehabt habe. Wir gingen ins Esszimmer und begannen uns dann zu versammeln. Sinaida Kolmogorova und ich haben perfekt geschlafen. Wir fuhren mit dem Auto. Wir versuchten zu singen, redeten über abstrakte Themen und im Allgemeinen war niemand warm. Die Umgebung war zunächst uninteressant, ein verbrannter Wald. Eigentlich mussten wir zum Second North fahren. Aber es wurde dunkel und wir beschlossen, an der 41. Siedlung anzuhalten. Um 16.30 Uhr wurden wir sehr gastfreundlich empfangen. Wir blieben in der Baracke, wo die Jungs wohnen. Im Allgemeinen sind hier alle Zivilisten, es gibt überhaupt keine Frauen, außer zwei. Die Jungs sind alle jung, wie Igor bemerkt hat, sie sind sogar süß und im Allgemeinen interessant. Besonders einprägsam ist Onjev mit rotem Bart und dem Spitznamen Bart. Im Allgemeinen gibt es sehr selten solche Leute in einem solchen Loch. Ein wahrer Romantiker, ein Geologe und allgemein entwickelt. Viele der Jungs spielen Gitarre. Ein großer Unterschied zwischen den Absolventen des Instituts Juri Krivonischenko, Rustem Slobodien, Nikolai Tibu Brinol und uns. Dennoch sind ihre Urteile reifer und klüger als unsere. Nach dem Kino waren alle sehr müde und wollten schlafen. Ich legte mich mit Sinaida Kolmogorova auf ein Federkernbett. Es ist ein wahr gewordener Traum. Und die Jungs liegen alle auf dem Boden. Die Stimmung ist schlecht und wird wahrscheinlich noch zwei Tage so bleiben. Böse wie die Hölle. Am 27. Januar schrieb sie Folgendes in ihr Tagebuch. Die Temperatur beträgt minus 5 Grad. Warm, Ski sind nutzlos. Wir bereiten uns seit dem Morgen vor. Heute ist der erste Tag der Route. Jetzt sitzen wir da und warten darauf, dass das Pferd die Rucksäcke trägt, und dann geht es auf Skiern weiter. Das Glück lächelt uns an. Juri Judin wurde krank, etwas mit einem Nerv in seinem Bein. Wir sind also in Zukunft 9. Im Moment sitzen wir da und singen Lieder. Die Jungs spielen Gitarre, Rustem Slobodien spielt Mandoline. Dies ist der letzte Ort der Zivilisation, und es kommt selten vor, dass wir solchen Menschen begegnen. Insgesamt liebe ich die Gitarre und ich verehre alle musikalischen Menschen. Und die Jungs im Allgemeinen sind alle gut, sie tanzen, sie sind musikalisch. Wir haben mit Onjev gesprochen. Er weiß viel und es ist interessant mit ihm. Jetzt redet er darüber, wohin wir gehen und einiges mehr. Dies ist meiner Meinung nach das interessanteste Objekt hier auf der Seite. Er hat so einen langen roten Bart und obwohl er erst 27 Jahre alt ist, sieht er älter aus. Und dann ist da noch Valja, der gut Gitarre spielt und über den ich scherzhaft gesagt habe, dass ich ihn mag. Jetzt sitzen die meisten Jungs hier und singen Lieder zur Gitarre, wenn sie heute nicht arbeiten. Es scheint, dass dies das letzte Mal ist, dass wir so viele gute neue Songs gehört haben. Aber wir hoffen, dass Rustem Slobodien dieser Herausforderung gewachsen ist. Wir lernen einige Mansi-Wörter von den Jungs. Mit der Bezeichnung interessantestes Objekt hier auf der Seite hat Jutmila Dubinina vermutlich den rotbärtigen Onjev auf ihrer Tagebuchseite gemeint. Ihr letzter Tagebucheintrag ist vom 28. Januar. Wachte um 8 Uhr morgens auf, als sich jemand unterhielt. Es stellte sich heraus, dass es Juri Krivonischenko und Alexander Kolevatov waren. Das Wetter ist so warm wie gestern, minus 8 Grad.
Essen. Nach dem Frühstück gingen einige der Jungs, Juri Judin, Nikolai Tibu Brinol und Juri Doroschenko zu den Steinen im Kernlager, wo sie beschlossen, Mineralien zu sammeln. Nichts als Pyrit und es gab keine Quarzadern im Gestein. Lange gesammelt, Rationen vorbereitet. Das war der letzte Eintrag. Ab hier führte Ljudmila Dubinina ihr Tagebuch nicht mehr weiter. Die Verletzungen von Ljudmila Dubinina. Um Augen und Augenbrauen fehlen die Weichteile. Nasenrücken und linker Wangenknochen sind teilweise freigelegt. Das Gewebe um das linke Schläfenbein ist beschädigt. Die Augenhöhlen sind leer, ihre Augäpfel fehlen. Die Nasenknorpel sind gebrochen und abgeflacht. Die Weichteile der Oberlippe fehlen, Zähne und Oberkiefer liegen frei. Die Zunge fehlt. Auf der rechten Seite sind die Rippen 2, 3, 4 und 5 gebrochen. Jeweils zwei Bruchlinien sind erkennbar. Auf der linken Seite sind die Rippen 2, 3, 4, 5, 6 und 7 gebrochen. Auch hier sind jeweils zwei Bruchlinien erkennbar. Eine massive Blutung im rechten Vorhof des Herzens wurde festgestellt. Es gibt einen Bluterguss in der Mitte des linken Oberschenkels. Füße und Hände hatten eine hellgraue Badehaut. Es gibt keine Anzeichen von sexueller Aktivität. Der Körper zeigt Anzeichen von Verwesung. Als Todesursache werden die beidseitigen Rippenfrakturen und die damit in Verbindung stehenden inneren Blutungen in die Herzkammer und in die Brusthöhle festgestellt. Ljudmila Dubinina wurde von den Suchmannschaften am 5. Mai 1959 unter einer 2 Meter dicken Schneedecke in einem Bach gefunden, etwa 75 Meter von der Zeder entfernt. Ihr Körper lag im Wasser und zeigte darum Anzeichen von Verwesung. Sie trug eine Mütze, zwei Wollpullover, ein kariertes Baumwollhemd, ein kurzärmliches T-Shirt und einen Baumwoll-BH. Sie war mit einer stark zerrissenen, stellenweise verbrannten Baumwollhose bekleidet und einer Baumwollstrumpfhose darunter. Die Untersuchung ergab, dass Teile ihrer Kleidung stark radioaktiv belastet waren. An den Füßen trug sie zerrissene Baumwollsocken und darunter Wollsocken. Sie hatte keine Schuhe an. Alexander Kolevatov war Student im vierten Jahr am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk und war 24 Jahre alt. Er hatte bereits 9 Wanderungen hinter sich. Seine anspruchsvollste war eine Sommerwanderung der Kategorie 3. Er lebte mit seiner Mutter und einer älteren Schwester zusammen. 3 oder 4 weitere ältere Schwestern waren bereits ausgezogen. Seine Mutter war schwer krank. Der Vater starb 1941, er wurde tot auf einem Bahngleis gefunden. Kolevatov trat mit 18 Jahren dem Komsomol bei, ging mit 19 nach dem College nach Moskau und hatte dort eine kostenlose Unterkunft in einer Gegend, die heute zu den teuersten zählt. Er arbeitete dort in einem geheimen Forschungslabor, dem sogenannten Labor B, das sich mit Uran und dem Schutz vor radioaktiver Strahlung beschäftigte. Aufgrund der Wichtigkeit seiner Arbeit wurde er nicht zur Armee eingezogen. Er stand ziemlich gut da auf der Karriereleiter. Doch dann ging er zurück nach Sverdlovsk, um an der UPI zu studieren. Es wird angenommen, dass er einen Offiziersrang anstrebte. Denn in der Sverdlovsker UPI gab es eine Militärabteilung, die Reserve-Offiziere ausbildete. Alexander Kolevatov wurde am 11. Mai 1959 auf dem Sverdlovsker Mihailovsker Friedhof beigesetzt. Tausende Menschen waren bei der Prozession anwesend. Die Verletzungen von Alexander Kolevatov. Die Weichteile um die Augen und die Augenbrauen fehlten. Seine Schädelknochen lagen frei. Er hatte eine Wunde hinter dem Ohr. Das Weichgewebe an der rechten Gesichtshälfte war violett-grün gefärbt. Die Wange im Bereich des Unterkiefers war beschädigt. Sein Hals war deformiert. Er hatte vernarbtes Weichgewebe am Oberschenkel. Füße und Hände hatten eine hellgraue Badehaut. Am linken Knie kam es zu einer Blutung in das darunterliegende Gewebe. Als Todesursache wurde Unterkühlung festgestellt. Alexander Kolevatov wurde von den Suchmannschaften am 5. Mai 1959 unter einer 2 Meter dicken Schneedecke in einem Bach gefunden, etwa 75 Meter von der Zeder entfernt. Sein Körper lag im Wasser und zeigte darum Anzeichen von Verwesung. Er trug eine zerrissene Skijacke mit stellenweise verbrannten Kanten. Er trug außerdem einen Fließstrickpullover und darunter einen weiteren zerrissenen Pullover und ein kariertes Baumwollhemd. In seinen Taschen fand man eine Verpackung mit Tabletten, Codein mit Soda.
Diese Tabletten helfen gegen Schmerzen und Reizhusten. Codein wurde früher aus Schlafmohn gewonnen und wird missbräuchlich als euphorisierendes und dämpfendes Rauschmittel eingenommen. Der Einsatz von Codein ist umstritten. Weitere Bekleidungsstücke waren ein Fleece-Unterhemd, eine Canvas-Hose, eine Skihose, ein paar lange Unterwäsche und ein paar kurze Satin-Unterwäsche. An den Füßen trug er teilweise verbrannte Wollsocken und Baumwollsocken. Der linke Knöchel war mit einer Mullbinde versehen. Die Untersuchung ergab, dass Teile seiner Kleidung stark radioaktiv belastet waren. Schuhe wurden nicht im Untersuchungsbericht erwähnt, offenbar hatte er keine an. Semjon Tsolotajow hatte 1950 sein Studium in Minsk abgeschlossen und war 37 Jahre alt. Er hatte bereits 24 Wanderungen hinter sich. Seine anspruchsvollsten waren 7 Wanderungen der Kategorie 2. Offiziell hieß er mit Vornamen Semjon, stellte sich aber immer als Alexander vor. Er war mit 37 Jahren der Älteste der Gruppe und hinterließ seine Lebensgefährtin Tamara und seinen Sohn, der 1956 geboren wurde. Der Sohn wurde tragischerweise entführt, als er etwa ein Jahr alt war und in einem Korb auf der Terrasse stand. Dazu muss man wissen, dass zur damaligen Zeit 25 Millionen junge Männer in der Sowjetunion im Krieg gestorben sind und dass die hinterbliebenen Frauen kaum eine Chance auf einen Ehemann oder ein Baby hatten. Es ist denkbar, dass geheime Organisationen existierten, welche Babys stahlen, um mit deren Vermittlung Geld zu verdienen. Der Staat gab den alleinerziehenden Müttern wegen der schwierigen Situation damals eine finanzielle Unterstützung. Möglicherweise ist das der Grund, warum Tsolotajow und Tamara nicht verheiratet waren und warum Tsolotajow nicht als Vater eingetragen war in der Geburtsurkunde seines Sohnes. 1941 bis 1946 kämpfte Tsolotajow im Krieg. Danach trat er der KPDSU bei, machte eine Ausbildung für Leibeserziehung und arbeitete anschließend als Sportlehrer. In Pjatigorsk arbeitete er 6 Monate als Sportlehrer und wurde dann wegen systematischer Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin entlassen. Danach arbeitete er an einer pharmazeutischen Universität, wo man ihn entließ, weil er für Aufruhr im Unterricht sorgte. Er hatte mehrere Tätowierungen, darunter waren Bilder eines 5-zackigen Sterns mit einigen Buchstaben und seinem Geburtsjahr 1921. Unter sowjetischen Soldaten war es üblich, dass sie sich die Anfangsbuchstaben ihrer Kameraden und ihre eigenen tätowieren ließen als Zeichen der Freundschaft. Es gibt Stimmen, die ihm nachsagten, dass er kein Vorbild für Moral war und dass er einen unaufrichtigen, aufbrausenden, widerspenstigen Charakter habe. 4 Jahre lang lebte er bei seiner Tante und auf ihre Kosten, obwohl er selbst genug Geld verdiente, was er ihr aber verschwieg. Und er soll sie sogar geschlagen haben, was in einer Krankenakte vermerkt wurde. Es gibt mehrere Fälle von Diebstahl, wofür jeder andere bereits längst aus der Partei ausgeschlossen worden wäre. Er aber kam damit durch. Und es gibt einen Fall von Beamtenbestechung, in den er verwickelt war. In Fragebögen, die er zu seiner Person ausfüllen musste, machte er widersprüchliche Angaben zur Anzahl seiner Geschwister und es soll noch andere Unstimmigkeiten gegeben haben. Zum Beispiel widersprach er sich in Bezug auf die erhaltenen Auszeichnungen. Der Partei erzählte er, dass er den Orden des Roten Sterns und die Medaille für Tapferkeit besitze, was aber nicht der Wahrheit entsprach. Tsolotajows Bruder wurde als Vaterlandsverräter erschossen, das hatte er seiner Partei verheimlicht und dieses Verheimlichen wurde ihm als schwerstes Verbrechen angelastet. Bevor er sich der Djatlo-Gruppe anschloss, meldete sich Tsolotajow bei der Sogrins-Gruppe an für eine Wanderung zum subpolaren Ural, die 25 Tage gedauert hätte. Tsolotajow brauchte den Titel Meister des Sports, der seinem Gehalt entsprochen hätte, und diese Wanderung hätte ihm die Qualifikation bescheren können. Tsolotajow ließ sich später bei der Sogrin-Gruppe wieder abmelden, weil er eine kürzere Wanderung gefunden hatte. Das war die für 15 Tage geplante Wanderung mit Igor Djatlo. Im Tagebucheintrag von Ljudmila Dubinina am 23. Januar wird Folgendes erwähnt. Zuerst wollte niemand diesen Tsolotajow, denn er ist ein Fremder, aber dann waren wir uns alle einig, weil man ihn nicht ablehnen kann. Semjon Tsolotajow wurde ein paar Tage nach dem 12. Mai 1959 auf dem Iwanowsker Friedhof in Sverdlovsk beigesetzt. Tausende Menschen begleiteten die Prozession. Die Verletzungen von Semjon Tsolotajow. Die Haare glitten bei Berührung von der Kopfhaut herab. Die Haarreste waren schwarz.
Im rechten Schläfenbereich lag ein Defekt der Weichteile vor. Das Schläfenbein lag frei. Dieser Defekt entstand erst nach dem Tod. Die Augenbrauen fehlten. Defekte der Weichteile im Bereich der Augenbrauen und Augenhöhlen lagen vor. Die Augäpfel fehlten. Hände und Zehen waren mit Badehaut bedeckt. Die Haut des Rumpfes und der Extremitäten war graublau. Tätowierungen befanden sich auf seinen Händen und Unterarmen. Auf der rechten Seite waren die Rippen 2, 3, 4, 5 und 6 gebrochen und Blutungen in die angrenzenden Muskeln und in die Pleurahöhle wurden festgestellt. Die Todesursache ist auf die mehrfach gebrochenen Rippen zurückzuführen und die damit verbundenen inneren Blutungen. Semjon Zolotajow wurde von den Suchmannschaften am 5. Mai 1959 unter einer 2 Meter dicken Schneedecke in einem Bach gefunden, etwa 75 Meter von der Zeder entfernt. Sein Körper lag im Wasser und zeigte darum Anzeichen von Verwesung. Er trug eine Skimütze, eine Wintermütze mit Fell und einen Wollschal. Eine Pelzweste aus Schaffell, eine Sportjacke, einen Baumwollpullover, ein Baumwollsport-T-Shirt und ein Baumwoll-T-Shirt. Er war außerdem mit einer Jeans-Latzhose bekleidet, hatte Wollsocken an den Füßen und darüber Filzstiefel mit Ledersohlen. Unter der Latzhose trug er noch eine ähnliche Hose und darunter Baumwollunterhosen und einen Satin-Slip. Die Untersuchung ergab, dass Teile seiner Kleidung stark radioaktiv belastet waren. Nikolai Thibaut Brinol war 23 Jahre alt und hatte sein Studium am Uraler Polytechnischen Institut in Sverdlovsk 1958 abgeschlossen. Er hatte bereits 5 Wanderungen hinter sich. Seine bisher anspruchsvollste war eine Sommerwanderung der Kategorie 3. Thibaut Brinol lebte mit seiner Mutter und seinem älteren Bruder und seiner älteren Schwester zusammen. Sein Vater war ein französischer Kommunist und wurde 1932 wegen falscher Anschuldigungen zu 10 Jahren Gulag verurteilt. Im Jahr 1933 wurde ihm ein Treffen mit seiner Familie gestattet, was zur Geburt seines jüngsten Sohnes Nikolai führte. Er starb 1943 in einem Arbeitslager in Ostsibirien. Der ältere Bruder von Nikolai starb im selben Jahr in der Schlacht von Kursk. Thibaut Brinol wird als nachdenklich, fröhlich, gesprächig, freundlich und humorvoll beschrieben. Er war voller Energie und Erfindungsreichtum und war sehr beliebt. Es war einfach, mit ihm zu kommunizieren. Sein liebstes Hobby war Wandern. Er fotografierte und zeichnete auch gern. In dem persönlichen Tagebuch von Juri Blino stand der Vermerk, dass Thibaut Brinol ein Macher ist. Jewgeni Grigorjewitsch Sinoviev nannte ihn geheimnisvoll. Sein Name soll ihm schon viel Ärger bereitet haben. Sein Aussehen war auffällig. Er war mittelgroß, dunkelhäutig, hatte ein angenehmes, intelligentes Gesicht, wachsame Augen und trug immer ungewöhnliche, auffällige Kleidung. Seine Mutter und seine Schwester nähten die Kleidung selbst. In Studentenwohnheimen war er berühmt und beliebt. Ihm wurden manchmal seltene und verbotene Bücher aus der Kategorie der Raritäten mitgebracht, die er dann unter seinen Freunden verlieh. Es heißt, dass er auf schwierigen Wanderungen unverzichtbar war. Seinen Humor wussten seine Begleiter immer sehr zu schätzen. Man sagt, dass seine Mutter ihn gebeten hatte, nicht auf diese Wanderung mitzugehen. Sie hatte wohl eine Vorahnung. Nikolai antwortete auf die Bitte seiner Mutter: Nur noch einmal, Mutter! Sie konnte ihn nicht zurückhalten. Thibaut Brinol schrieb eine kurze Randnotiz auf einen Brief, den Sinaida Kolmogorova an ihre Freundin Lydia Grigorjeva schrieb, während sie zusammen im Zug saßen. Hey Lida, Grüße aus einem Raum voller Taschen, Zelte und allerlei Essen. Wir gehen für Christoph zelten. Ich habe deinen Brief mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Du beschreibst die Situation völlig richtig. Das ist gut, das war's. Ein Hallo von unserer wandernden Bruderschaft. Nikolai Thibaut Brinol wurde am 12. Mai 1959 auf dem Mihailovsker Friedhof in Sverdlovsk beigesetzt. Tausende Menschen begleiteten die Prozession. Die Verletzungen von Nikolai Thibaut Brinol. Die Haut seines Gesichts und Körpers und seiner Gliedmaßen war graugrün. Am linken Oberkiefer gab es einen Defekt des Weichgewebes. Im Bereich der Finger und der Zehen war Badehaut erkennbar. Die Fingergelenke waren gebrochen. An der rechten Schulter gab es eine Verletzung mit Blutungen in das umliegende Weichgewebe. Eine schwere Schädelfraktur auf der rechten Seite lag vor mit Blutungen in die rechte Schläfe.
Der Riss im Bereich der Schädelbasis war 17 cm lang. Als Todesursache wurde die Schädelfraktur und die damit verbundenen Blutungen festgestellt. Nikolai Thibaut Brinol wurde von den Suchmannschaften am 5. Mai 1959 unter einer 2 Meter dicken Schneedecke in einem Bach gefunden, etwa 75 Meter von der Zeder entfernt. Sein Körper lag im Wasser und zeigte darum Anzeichen von Verwesung. Er trug eine Wollmütze und eine Pelzmütze auf dem Kopf. Sein Oberkörper war in eine Schaffelljacke gehüllt und in deren rechten Tasche befanden sich Handschuhe. In der linken Tasche war etwas Geld. Er trug einen Wollpullover und ein gestricktes Hemd. Seine Füße waren mit Wollsocken bekleidet und steckten in Filzstiefeln. Außerdem trug er eine warme Winterhose aus Wolle, darunter eine Sporthose aus Baumwolle und Satinunterwäsche. Die Untersuchung ergab, dass Teile seiner Kleidung stark radioaktiv belastet waren. Die Djatlo-Gruppe führte ein gemeinsames Tagebuch für diese Wanderung. Die Eintragungen ins Gruppentagebuch begannen am 23. Januar. Zum besseren Verständnis werden die Namen der Gruppenmitglieder hier vollständig ausgesprochen, obwohl im Tagebuch meistens nur eine Kurzform des Vornamens stand. Dies ist der erste Eintrag ins Gruppentagebuch. Er ist von Sinaida Kolmogorova am 23. Januar geschrieben worden. Wir sind wieder unterwegs. Wir sitzen jetzt in Zimmer 531, oder besser gesagt natürlich nicht, sondern schieben hektisch Haferflocken, Dosenfleisch in unsere Rucksäcke. Der Leiter der Lebensmittelverteilung Zafos überwacht, dass jeder alles bekommt. Wo sind meine Filzstiefel? Juri Krivonischenko, können wir im Zug Mandoline spielen? Natürlich, wir haben das Salz vergessen. 3 Kilogramm. Igor, wo bist du? Wo ist Doroschenko? Warum hat er nicht 20 Packungen genommen? Gib mir 15 Kopeken zum Anrufen. Die Waage, wo ist die Waage? Es passt nicht, verdammt. Wer hat ein Messer? Juri, bring das zum Bahnhof. Slav Halisov ist gerade angekommen. Hallo, kann ich 15 Kopeken bekommen? Ljuda zählt das Geld, viel Geld. Der Raum ist ein kunterbuntes Durcheinander. Und hier sind wir im Zug. Wir haben alle Lieder gesungen, die wir kennen, neue gelernt, alle gehen um 3 Uhr morgens schlafen. Ich frage mich, was uns auf dieser Reise erwartet. Was wird uns begegnen? Die Jungen schworen feierlich, während der gesamten Reise nicht zu rauchen. Ich frage mich, wie viel Energie sie haben werden, um ohne Zigaretten auszukommen. Alle schlafen, und hinter dem Fenster breitet sich die Ural-Taiga in alle Richtungen aus. Der Eintrag vom 24. Januar wurde von Juri Judin geschrieben und lautet wie folgt. 7 Uhr, wir kamen in Sero an. Wir reisten mit der Blino-Gruppe. Sie haben Dinge für die Jagd und anderes Zubehör. Am Bahnhof wurden wir nicht sehr gastfreundlich empfangen. Sie ließen uns nicht in das Gebäude. Der Polizist starrte uns misstrauisch an. Es gibt in der Stadt weder Kriminalität noch Vandalismus, wie es zu Zeiten des Kommunismus sein sollte. Und dann begann Juri Krivonischenko ein Lied zu singen. Die Polizei packte ihn und nahm ihn mit. Gegenüber Juri Krivonischenko erklärte der Sergeant, dass die Regeln von § 3 alle Aktivitäten verbieten, die den Frieden der Passanten stören würden. Es ist vielleicht der einzige Bahnhof, an dem Lieder verboten sind, also blieben wir ohne zu singen. Jetzt endlich am Ende des Tages ist alles geklärt. Wir verlassen Sero um 18.30 Uhr in Richtung Ivdel. In der Schule in der Nähe des Bahnhofs wurden wir herzlich empfangen. Die Stewardess, sie ist auch Hausmeisterin, kochte etwas Wasser und half uns mit allem, was wir für die Vorbereitung der Wanderung brauchten. Wir hatten den ganzen Tag frei. Wir wollten in die Stadt gehen, das Naturmuseum besuchen oder einen Ausflug in eine Fabrik machen, aber es wurde zu viel Zeit mit der Verteilung und Reinigung der Ausrüstung verschwendet. 12 Uhr. In der Zeit zwischen der ersten und zweiten Schulschicht haben wir Treffen mit Schülern organisiert. Der Raum war voller neugieriger Kinder. Semyon Zolotayov Doppelpunkt. Kinder, ich sage es euch jetzt, Tourismus ermöglicht euch, ... Alle sind still, ruhig, engagiert. Sinaida Kolmogorova Doppelpunkt. Tra-ta-ta-ta, wie ist dein Name? Wohin bist du gegangen? Großartig. Hast du gezeltet? Sie hat immer weitergemacht. ... Die Fragen hörten nicht auf. Wir mussten jedem Kind alles erklären und zeigen, von der Taschenlampe bis zum Zelt. Wir brauchten 2 Stunden und die Kinder wollten uns nicht gehen lassen. Sie sangen Lieder.
Die ganze Schule sah uns am Bahnhof nach. Alles endete wie erwartet. Als wir gingen, schrien und weinten die Kinder und baten Sinaida Kolmogorova, bei ihnen zu bleiben. Sie versprachen, sich gut zu benehmen und gut zu lernen. Im Waggon beschuldigte uns ein junger Betrunkener, ihm den Alkohol aus der Tasche gestohlen zu haben. Zum zweiten Mal an diesem Tag waren die Polizisten im Einsatz. Diskussion über Liebe, provoziert von Sinaida Kolmogorova. Lida, Fahrkartenkontrolle, Jutmila Dubinina unter den Sitzen. Knoblauch mit Brot und ohne Wasser. Und wir kamen gegen 12 Uhr morgens in Ivdel an. Großer Warteraum, völlige Handlungsfreiheit. Wir wechselten uns ab, um die ganze Nacht über auf unsere Sachen aufzupassen. Der Bus nach Vishai fährt früh am Morgen ab. Der Tagebucheintrag vom 25. Januar war von Alexander Kolevatov. Er schrieb: Wir standen um 5:30 auf, versammelten uns schnell und fuhren mit dem ersten Bus in die Stadt Ivdel. Nach einer Stunde Wartezeit gelang es uns, einen Bus zu ergattern. Der Bus mit 25 Sitzplätzen musste ganze 25 plus 20 vollgepackte Rucksäcke und ebenso viele Paar Ski unterbringen. Wir waren bis zur Decke voll. Die Passagiere der ersten Schicht saßen auf den Sitzen, auf einem Stapel Skier und auf Rucksäcken. Passagiere der zweiten Schicht saßen auf den Rückenlehnen der Sitze und fanden auf den Schultern ihrer Kameraden Platz für ihre Beine. Es war jedoch nicht so eng, dass wir nicht singen konnten, also machten wir es fast bis nach Vishai. Die Reise verlief nicht ereignislos. Der Bus machte einen kleinen Umweg abseits der Autobahn, im Dorf Schippichnohe, und wir hatten die Möglichkeit auszusteigen, was wir gerne taten. Die vier Muntersten machten sich auf den Weg zur Siedlung Talitza, um das Kraftwerk zu besichtigen. Plötzlich hörten wir: Der Bus! Wir stürmten zur Tür hinaus, aber leider war es zu spät. Der Bus fuhr vorbei und wir mussten ihm so schnell folgen, wie wir konnten, in der Hoffnung, dass das Schicksal gnädig wäre und wir ihn vielleicht einholen würden. Ich gehörte zu den vier Muntersten. Die ersten 100 Meter zeigten jedoch deutlich die Vorteile eines 50 PS Motors. Unsere Absätze blitzten weit hinter dem Bus auf und die Lücke wurde größer. Die Aussicht, ohne Frühstück und Mittagessen etwa 30 Kilometer auf der Autobahn zu laufen, schien schon ganz real, als plötzlich, ich habe erwähnt, dass das Schicksal barmherzig ist. Die Gnade kam in Form eines Mädchens, das nach Vishai ging, den Bus anhielt und das Objekt unserer Verfolgung anhielt. Eine Minute später saßen wir bereits sicher im Bus und reisten nach Vishai. Wir kamen gegen 2 Uhr abends in Vishai an. Es stellte sich heraus, dass wir unsere Autofahrt am nächsten Morgen fortsetzen können. Wir verabschiedeten uns herzlich von der Blino-Gruppe, die westlich von Vishai im tiefen Waldgebiet weiterging. Nach dem Abendessen, das in einer warmen, freundlichen Atmosphäre stattfand, zogen wir in das Hotel, das eine übliche Hütte mit 3 Fenstern war. Wir gingen ins Kino und ließen Juri Doroschenko und Alexander Kolevatov zu Hause zurück. Wir sahen uns die Symphonie in Gold an und kamen in musikalischer Stimmung zurück. Jetzt sind wir damit beschäftigt, die Ausrüstung vorzubereiten. Heute Abend werden wir laut dem Ortskommandanten weiterfahren. Es folgt der Eintrag vom 26. Januar. Den schrieb Juri Krivonischenko. Wir schliefen im sogenannten Hotel. 2 Personen pro Bett, Alexander Kolevatov und Juri Krivonischenko, schliefen auf dem Boden zwischen den Betten. Um 9 Uhr aufgewacht. Alle haben gut geschlafen, obwohl wir das kleine Fenster nicht ganz geschlossen hatten und es im Zimmer etwas kalt wurde. Die Außentemperatur beträgt minus 17 Grad. Wir haben morgens kein Wasser gekocht, das Holz war feucht. Am Abend haben wir 6 Stunden gebraucht, um das Wasser abzukochen. Frühstück im Speisesaal, Gulasch und Tee. Als sie uns den lauwarmen Tee reichten, sagte Igor Djatlo mit einem Grinsen: Wenn der Tee kalt ist, dann geh ihn draußen trinken, er wird heiß sein. Ursprünglicher Gedanke: Wir verhandelten darüber, mit einem Lastwagen zur Siedlung 41 zu fahren. Wir starteten um 13.10 Uhr und kamen um 16.30 Uhr an. Hinten im Bus haben wir ziemlich gefroren. Während der Reise sangen wir Lieder und diskutierten über verschiedene Themen wie Liebe, Freundschaft, Krebs und Heilung. In Siedlung 41 wurden wir herzlich empfangen. Man gab uns ein separates Zimmer im Hotel. Wir haben viel mit den Arbeitern vor Ort gesprochen. Besonders in Erinnerung blieb mir der rotbärtige Mann. Der Bart, so nannten ihn seine Freunde. Das Mittagessen wurde serviert. Wir haben gegessen und jetzt ruhen wir uns aus.
Ein Teil der Gruppe schaut sich im Nebenraum einen Film an. Der Rest der Gruppe kramt in seinen Rucksäcken. Rustem Slobodien spielt seine Mandoline, während er mit Nikolai Thibaut Brinol spricht. Ich werde einige Anpassungen an der Ausrüstung vornehmen. Der folgende Eintrag wurde von Juri Doroschenko geschrieben und war vom 27. Januar. Das Wetter ist wirklich gut. Der Wind steht uns im Rücken und die Jungs machten mit den Einheimischen einen Deal wegen einem Pferd, das uns zur Siedlung Second North fahren sollte. Aber es wird etwa 24 Kilometer von der 41. Siedlung entfernt sein. Wir halfen Onkel Slava beim Abladen von Heu aus der Kutsche und warteten auf das Pferd. Es wollte noch mehr Heu und Holz holen. Die Jungs begannen einige Lieder zu kopieren. Ein Mann sang wunderschön, wir hörten eine Reihe illegaler Gefängnislieder. Artikel 58, Konterrevolutionäre Verbrechen. Onjev erzählte Igor Djatlo, wie er ein Blockhaus finden könne, in dem er die Nacht verbringen könne. Wir warteten bis 16 Uhr. Vorher haben wir 4 Brote gekauft. Weiches, warmes Brot. Wir haben 2 Brote gegessen. Das Pferd ist langsam. Was für ein Vergnügen, ohne Rucksäcke unterwegs zu sein. Wir haben 8 Kilometer in 2 Stunden zurückgelegt. Fluss Ushma. Es wird dunkel. Das Pferd verursachte die Verzögerung. Juri Judin ist immer noch bei uns. Er wurde plötzlich krank und konnte die Wanderung nicht fortsetzen. Er möchte noch ein paar Mineralien für die Universität sammeln und dann zurückkehren. Second North ist eine verlassene geologische Stätte, die aus 20 bis 25 Häusern besteht. Nur eins ist zum Wohnen geeignet. In völliger Dunkelheit fanden wir das Dorf und das Haus. Wir haben mit Holzbrettern ein Feuer gemacht. Rauch kam aus dem Ofen. Mehrere Menschen haben sich an alten Nägeln die Hände verletzt. Alles ist gut. Dann kam das Pferd. Wir redeten und scherzten bis 3 Uhr morgens. Am 28. Januar schrieb Jyutmila Dubinina ins Gruppentagebuch. Sie hat zwar nicht unterzeichnet, aber dem Inhalt nach kann der Eintrag nur von ihr gewesen sein. Wir wurden von den grollenden Stimmen von Juri Krivonischenko und Alexander Kolevatov geweckt. Das Wetter lächelt uns bisher zu. Draußen sind es nur minus 8 Grad. Nach dem Frühstück machten sich einige der Jungs unter der Leitung von Juri Judin, unserem bekannten Geologen, auf die Suche nach lokalen Mineralien. Außer Pyrit und Quarzadern fanden sie im Gestein nichts. Sie brauchten viel Zeit, um ihre Skier zu wachsen und die Befestigung anzupassen. Juri Judin kehrt heute nach Hause zurück. Es ist natürlich schade, dass er uns verlässt. Besonders für mich und Sinaida Kolmogorova, aber dagegen kann man nichts machen. Beginn um 11.45 Uhr. Wir gehen den Fluss Losva hinauf. Abwechselnd leiten wir die Gruppe etwa 10 Minuten lang. Die Schneedecke ist deutlich geringer als im letzten Jahr. Wir müssen anhalten und den nassen schmelzenden Schnee von der Unterseite der Skier kratzen. Juri Krivonischenko ist hinten und erstellt Topografiken von der Route. Das Flussufer in der Nähe von Second North, insbesondere am rechten Ufer, besteht aus Kalksteinfelsen, die stellenweise hoch aufragen. Insgesamt wird das Gelände flacher und vollständig von Wald bedeckt. Um 17.30 Uhr legten wir eine Rast am Fluss Losva ein. Heute verbringen wir unsere erste Nacht im Zelt. Die Jungs sind am Herd beschäftigt und nähen Vorhänge aus Laken. Während einige Dinge erledigt sind und andere noch nicht, sitzen wir beim Abendessen. Nach dem Abendessen sitzen wir noch lange am Lagerfeuer und singen herzliche Lieder. Sinaida Kolmogorova versucht sogar unter Anleitung unseres Musikers Rustem Slobodien, Mandoline spielen zu lernen. Dann setzen wir unsere Diskussionen fort, hauptsächlich über die Liebe. Jemand kommt auf die Idee, dass wir ein spezielles Notizbuch für Ideen brauchen, die uns einfallen könnten. Wir gingen jeweils zu zweit ins Zelt. Der hängende Ofen strahlt Wärme ab und teilt das Zelt in 2 Abschnitte. Der weitere Abschnitt wird von mir und Sinaida Kolmogorova besetzt. Niemand möchte am Ofen schlafen. Wir sind uns einig, dass Juri Krivonischenko dort schlafen wird. Auf der anderen Seite schläft der diensthabende Alexander Kolevatov. Juri Krivonischenko konnte die Hitze nicht ertragen und nachdem er sich 1 bis 2 Minuten hingelegt hatte, stand er auf und ging zum zweiten Abschnitt, wobei er uns beschimpfte und des Verrats beschuldigte. Danach stritten sie noch lange über etwas, doch am Ende war es ruhig. Der nächste Eintrag war von Nikolai Thibaut Brinol. Er war nur sehr kurz und war datiert auf den 29. Januar. Zweiter Tag unserer Wanderung. Wir machten uns auf den Weg vom Fluss Losva zum Fluss Ausbija. Wir gingen einen Mansi-Pfad entlang.
Die Temperatur beträgt minus 13 Grad. Der Wind ist schwach. Auf dem Fluss Loswa fanden wir oft Eis. Das war's. PS. Witzloses Schreiben in 2 Tagen. Es folgen 2 Einträge vom 30. Januar. Beide Einträge sind nicht unterzeichnet worden. Der erste Eintrag ist möglicherweise von Sinaida Kolmogorova. Tagebuch wird unterwegs in der Kälte geschrieben. Heute ist die 3. kalte Nacht am Ufer des Flusses Ausbija. Wir gewöhnen uns daran. Der Ofen leistet hervorragende Arbeit. Einige von uns, Nikolai Thibaut Brinol und Juri Krivonischenko, denken, wir müssten im Zelt Dampfwärme aufbauen. Die Vorhänge im Zelt haben durchaus ihre Berechtigung. Wir standen um 8.30 Uhr auf. Nach dem Frühstück wanderten wir am Ausbija-Fluss entlang, aber das Eis ließ uns erneut nicht weiterkommen. Wir gingen am Ufer auf einem Schlittenhirschpfad entlang. In der Mitte des Weges befand sich der Sägeschuppen von Mansi. Ja, Mansi, Mansi, Mansi. Dieses Wort kommt in unseren Gesprächen immer häufiger vor. Mansi sind Menschen des Nordens. Kleine Chanti-Mansi-Nation in Salehard mit 8000 Einwohnern. Sehr interessante und einzigartige Menschen, die im Nordpolar-Ural in der Nähe der Region Tjumen leben. Sie verfügen über eine Schriftsprache und hinterlassen charakteristische Zeichen auf Waldbäumen. Es folgt der 2. Tagebucheintrag, auch vom 30. Januar. Den könnte Igor Djatlo geschrieben haben. Wetter: Temperatur am Morgen minus 17 Grad, Tag minus 13 Grad, Nacht minus 26 Grad. Der Wind ist stark, südwestlich, es beginnt zu schneien, dichte Wolken, Temperaturabfall. Die Temperatur ist für den nördlichen Ural normal. Dies ist eine Geschichte über den Wald. Mansi-Schilder erzählen von den Tieren, die sie gesehen haben, Rastplätzen und anderen Dingen. Es ist besonders interessant, seine Bedeutung sowohl für Wanderer als auch für Historiker zu klären. Der Hirschpfad verwandelt sich in einen ausgetretenen Pfad und endet dann. Ohne Weg zu gehen ist sehr schwer, der Schnee liegt 120 cm hoch. Der Wald wird allmählich lichter und die Bäume werden kleiner. Man spürt die Höhe, viele Zwergbirken und Kiefern. Es ist unmöglich, auf dem Fluss zu laufen. Er ist nicht vollständig gefroren, unter dem Schnee befinden sich Eis und Wasser. Wir müssen zurück zum Flussufer. Der Tag ist vorbei und wir müssen einen Platz zum Übernachten finden. Das ist die Haltestelle für die Nacht. Starker Westwind. Er bläst den Schnee von den Zedern und Kiefernbäumen und erweckt den Eindruck eines Schneefalls. Wie üblich machen wir schnell ein Feuer und bauen das Zelt auf Tannenzweigen auf. Wir werden am Feuer gewärmt und gehen schlafen. Der folgende Eintrag ist der letzte Eintrag der Wanderer. Er ist datiert auf den 31. Januar und wurde von Igor Djatlo unterzeichnet. Das Wetter ist heute etwas schlechter. Wind von Westen, Schnee, wahrscheinlich von den Kiefern, da der Himmel vollkommen klar ist. Relativ früh gestartet, etwa 10 Uhr, zurück auf dem Mansi-Pfad. Bis jetzt folgen wir einem Mansi-Pfad, auf dem vor nicht allzu langer Zeit ein Jäger mit Hirschen vorbeikam. Gestern scheinen wir über seinen Rastplatz gestolpert zu sein. Der Hirsch ging nicht weiter. Der Jäger hat den ausgetretenen Pfad alleine genommen, wir folgten seinen Spuren. Wir hatten eine überraschend gute Nacht. Die Luft ist warm und trocken, obwohl die Temperatur minus 18 bis minus 24 Grad beträgt. Das Gehen fällt heute besonders schwer. Wir können den Weg nicht sehen, müssen uns zeitweise hindurchtasten. Wir können nicht mehr als 1,5 bis 2 Kilometer pro Stunde schaffen. Neue Wege ausprobieren, um den Weg frei zu machen. Der erste in der Reihe lässt seinen Rucksack fallen, läuft 5 Minuten lang vorwärts, macht eine 10- bis 15-minütige Pause und holt dann die Gruppe ein. Das ist eine Möglichkeit, ununterbrochen Skispuren zu verlegen. Hart für den zweiten Wanderer, der mit voller Ausrüstung auf dem Rücken dem neuen Weg folgen muss. Wir verlassen das Ausbija-Tal nach und nach. Es geht die ganze Zeit bergauf, verläuft aber ziemlich reibungslos. Dünner Birkenhain ersetzt Tannen. Das Ende des Waldes rückt näher. Der Wind ist westlich warm durchdringend, mit einer Geschwindigkeit wie der Tiefgang von Flugzeugen beim Start. Firn, Freiflächen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, hier einen Speicher einzurichten. Es ist fast 4. Ich muss anfangen, nach einem Platz zum Aufstellen des Zeltes zu suchen. Wir gehen nach Süden ins Ausbija-Tal. Anscheinend hat dieser Ort den tiefsten Schnee. Wind nicht stark, Schnee 1 bis 2 Meter hoch. Wir sind erschöpft, aber bereiten uns für die Nacht vor.
Brennholz ist knapp, meist feuchte Tannen. Wir machen das Lagerfeuer auf den Baumstämmen. Zu müde, um eine Feuerstelle zu graben. Das Abendessen gibt es im Zelt. Schön und warm. Ich kann mir keinen solchen Komfort auf dem Bergrücken vorstellen, mit heulendem Wind draußen, hunderte Kilometer von menschlichen Siedlungen entfernt. Das waren die letzten geschriebenen Worte. Es gibt keine weiteren Tagebucheintragungen. Auf dieser Wanderung kamen mehrere erschwerende Umstände zusammen, die in der Summe zu dem tragischen Tod der 9 Wanderer führten. Sie sollen in diesem Kapitel erläutert werden. Punkt 1 ist das Gewicht der Rucksäcke. Sinaida Kolmogorova schrieb am 28. Januar 1959 in ihrem Tagebuch, dass der Rucksack zwar schwer ist, dass es aber möglich ist, damit zu gehen. Zusätzlich war sie mental belastet, weil Djatlo an diesem Abend unhöflich zu ihr war. Und dazu kommt, dass sie gezwungen war, auf engem Raum mit Juri Doroschenko zu leben, der erst kürzlich die Liebesbeziehung zu ihr beendet hat. Sie hatte nicht gewusst, dass er auf dieser Wanderung dabei sein würde. Jutmila Dubinina hat ab dem 29. Januar gar nicht mehr in ihr Tagebuch geschrieben. Das zeigt, dass sie keine Freude mehr an der Wanderung hatte und dass wahrscheinlich auch sie überfordert war. Sie war mit 20 Jahren die jüngste von allen. Aus den Untersuchungsberichten ist bekannt, dass die Lebensmittel, welche die Gruppe im Lager zurückgelassen hatte, etwa 54 Kilogramm schwer waren. Die Lebensmittel inklusive aller anderen Dinge, die im Zelt gefunden wurden und Feuerholz, waren zusammen 55 Kilogramm schwer. Das bedeutet, auf 9 Wanderer verteilt jeweils eine Last von 12 Kilogramm. Die Last wird tatsächlich noch etwas höher gewesen sein, denn das Zelt muss auch noch dazu gerechnet werden, sowie das Eigengewicht der Rucksäcke. Das wären dann etwa 10 Kilogramm für das Zelt und 2 Kilogramm pro Rucksack, also noch 28 Kilogramm zusätzlich. Was für jeden ein Rucksackgewicht von 15 Kilogramm bedeutet hätte. Das ist schon etwas ungemütlich. Vermutlich mussten die beiden Frauen nicht so viel Gewicht tragen. Es wird eher so gewesen sein, dass die Rucksäcke der Männer deutlich schwerer waren als 15 Kilogramm und die der Frauen deutlich leichter. Aus dem Gruppentagebuch geht hervor, dass das Lebensmittellager am 1. Februar errichtet wurde, bevor sie auf den Pass hochgingen. Dort wurden Lebensmittel mit einem Gewicht von 54 Kilogramm gefunden. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde also dieses ganze Gewicht mit herumgetragen. Punkt 2 ist die tägliche Länge der Wanderung. Die Tour hat Djatlo geplant und zwar so knapp, dass die Gruppe schon sehr bald zeitlich in Rückstand kam. Offenbar wurden die eigenen Kräfte überschätzt oder die Umstände unterschätzt oder beides. An den ersten beiden Tagen, 28. und 29. Januar, die sie aus eigener Kraft wandern mussten, wollten sie eine Strecke von 38 Kilometern zurücklegen. Sie sind am 28. Januar um 11.40 Uhr gestartet. Für den nächsten Tag, den 30. Januar, waren 14 Kilometer Wanderung geplant. Am folgenden Tag, den 31. Januar, wollten sie eine Strecke von 20 Kilometern schaffen. Für den 1. Februar planten sie, den Gipfel des Otorten zu erreichen mit einer 18 Kilometer langen Wanderung. Am 1. Februar waren sie aber noch weit entfernt vom Otorten. Sie erreichten den Pass des Berges Kolatschiakl um etwa 17 Uhr. Bei der Untersuchung des Unglücks wurde diese Entscheidung, hier das Zelt aufzubauen, als ein großer Fehler von Djatlo angesehen. Die Gruppe war zeitlich im Rückstand und vermutlich deswegen ging Djatlo das Risiko ein, das Zelt auf einem ungünstigen Standort aufzubauen. Er wollte offenbar nicht noch mehr Zeit verlieren. Punkt 3 ist die ungewohnte Fortbewegung auf Ski. Diese Wanderung führt durch die verschneite Winterlandschaft des nördlichen Ural, was nur mit Ski oder Schneeschuhen möglich ist. Eine Skiwanderung beansprucht ganz andere Muskeln als eine normale Wanderung und ist somit erstens ungewohnt und zweitens deutlich anstrengender als eine Sommerwanderung. Nicht nur werden beim Skiwandern andere Muskeln beansprucht, sondern sie werden durch das Gewicht der Rucksäcke sogar sehr hart beansprucht. Das führt in der Folge zu schneller Erschöpfung. Punkt 4 ist die extreme Kälte. Zu der hohen Belastung durch die Rucksäcke und der ungewohnten Fortbewegung und der großen Anzahl der täglich zurückgelegten Kilometer auf Ski kommt die extreme Belastung aufgrund von Temperaturen zwischen minus 14 und minus 32 Grad Celsius. Bei Kälte tut der Körper alles dafür,
um seine Kerntemperatur von 37 Grad aufrechtzuerhalten. Er muss die Wärme im Inneren des Körpers festhalten. Dadurch wird die Hautdurchblutung gedrosselt und der Blutdruck steigt. Aus diesem Grund muss das Herz das Blut nun gegen einen größeren Widerstand durch die Adern pumpen. Und das bedeutet Stress für Herzmuskel und Gefäßwände. Leistungsfähigkeit, Aufmerksamkeit und Reaktionsvermögen sind bei Kälte stark eingeschränkt. Punkt 5 ist die nicht funktionale Baumwollkleidung. Die Untersuchungen hatten ergeben, dass alle 9 Wanderer mindestens ein Stück Kleidung aus Baumwolle am Körper trugen. In den meisten Fällen waren Unter- und Oberbekleidung aus Baumwolle. Das bedeutet, dass sie permanent feuchte Kleidung trugen, denn aufgrund der langen anstrengenden Wanderungen müssen sie geschwitzt haben. Und weil Baumwolle alle Feuchtigkeit vom Körper aufsaugt und diese Feuchtigkeit nicht nach außen abgibt, waren sie der Gefahr einer Unterkühlung immer sehr nah. Die extreme Kälte dringt leichter durch die feuchte Kleidung ein und entzieht dem Körper seine Wärme. Dadurch besteht die Gefahr einer Unterkühlung. Die 9 Wanderer hatten zwar verschiedene Lagen von Kleidung übereinander gezogen, so wie es empfohlen wird. Aber dieses Zwiebelprinzip wird unwirksam, wenn eine Lage aus ungeeignetem Material wie Baumwolle dabei ist. Punkt 6 ist das Aufbauen des Zeltes auf dem unbeschützten Berghang. Unter Punkt 2 wurde schon der Standort des Zeltes kritisiert. Generell sollte man niemals sein Zelt auf einem vom Wind gepeitschten schneebedeckten Hang aufbauen, wenn man nicht in Not ist. In diesem Fall ist die Lawinengefahr zwar gering oder gar nicht vorhanden, aber der starke Wind in Verbindung mit der eisigen Kälte stellen eine große Gefahr dar. Vom 31. Januar bis 1. Februar schneite es ununterbrochen im Gebiet des Mount Kolatschiakl. Die Schneefälle wurden von starken Winden begleitet, mit Temperaturen zwischen minus 10 und minus 32 Grad Celsius. Am 1. Februar gab es Temperaturen zwischen minus 14 und minus 22 Grad. Am 2. Februar sanken die Temperaturen auf minus 25 bis minus 32 Grad. Das Zelt wurde am 1. Februar gegen 17 Uhr auf dem Hang des Berges Kolatschiakl aufgebaut. Weil es hier keine Bäume gab, konnte der mittlere Teil des Zeltes nicht daran aufgehängt und gestützt werden und darum konnte auch der Ofen nicht befestigt und genutzt werden. Der stand unbenutzt mit etwas trockenem Feuerholz verpackt in seiner Kiste. Das bedeutet für alle Gruppenmitglieder 4 weitere lebensgefährliche Umstände. Erstens, deutlicher Temperaturabfall. Zweitens, mehr Feuchtigkeit durch den Schneefall. Drittens, mehr Wind als im Waldbereich. Viertens, keine Wärme aus dem Ofen. Punkt 7 ist die Nichtbeachtung des Windchill-Effekts. Windchill ist ein Maß für den Wärmeverlust. Pauschal lässt sich sagen, je höher die Windgeschwindigkeit und je niedriger die Temperatur, desto größer ist der Windchill-Effekt. Der menschliche Körper ist umgeben von einer warmen Luftschicht, die vor Auskühlung schützt. Starker Wind kann diese schützende Luftschicht wegblasen. Und das ruft ein Kältegefühl hervor. Dieses Gefühl sollte auf jeden Fall beachtet werden, indem zusätzliche Kleidung angelegt wird. Bei kalten Temperaturen und hohen Windgeschwindigkeiten können 2 gefährliche Situationen eintreten. Situation 1, Hypothermie bzw. Unterkühlung. Hier gelingt es dem Körper nicht mehr, seine Temperatur auf 37 Grad zu halten. Die Körpertemperatur sinkt und der Körper reagiert mit Muskelzittern, Herzrasen und Schnellatmung. Situation 2, Erfrierungen. Sind die Gliedmaßen längere Zeit großer Kälte ausgesetzt, kann es zu Erfrierungen kommen. Das bedeutet, Hautgewebe, Blutgefäße und Zellen können absterben. Besonders gefährlich ist, dass Erfrierungen nicht sofort bemerkt werden. Fast jeder wird schon die Erfahrung gemacht haben, dass er zu lange ohne Handschuhe in der Kälte unterwegs war und erst beim Betreten der warmen Wohnung machten sich die Erfrierungen der Finger bemerkbar, weil sie schrecklich wehtaten. Das waren Erfrierungen des ersten Grades. Das zeigt, wie unauffällig eine Erfrierung beginnt und dass sie nur rechtzeitig erkannt wird, wenn man wieder einen Raum mit normaler Temperatur betritt. Für Menschen, die sich tagelang unter Minustemperaturen aufhalten wie bei dieser Wanderung, ist die Gefahr sehr hoch, dass Körperteile unwiderruflich erfrieren. Diese Tabelle macht deutlich, dass sich bei einer Temperatur von minus 30 Grad und einer Windgeschwindigkeit von 60 km pro Stunde eine Windchill-Temperatur von minus 50,3 Grad ergibt.
Das bedeutet, es ist notwendig, seine Kleidung an die minus 50,3 Grad anzupassen. Besonders gefährlich wird Kälte, wenn auch noch Erschöpfung dazu kommt. Noch gefährlicher wird Kälte, wenn Erschöpfung und starker Wind dazu kommen. Und am gefährlichsten wird Kälte, wenn Erschöpfung, starker Wind und Feuchtigkeit dazu kommen. Diese Kombination bringt Menschen innerhalb weniger Minuten in Lebensgefahr, weil die Kälte nicht nur das Hautgewebe zerstört, sondern auch die Nerven im Gehirn. Kann ein Erfrierender sich selten selbst aus der tödlichen Gefahr befreien. Punkt 8 ist das zusammengenähte Zelt. Das Zelt wurde aus zwei anderen Zelten zusammengenäht und hat darum nicht die originale Stabilität. Wenn es im Waldbereich aufgebaut wurde, wurden die Randbereiche und der mittlere Teil des Zeltes gestützt, indem man die Teile an einem Ast aufhing. Das war aber auf dem baumlosen Berghang nicht möglich. Und weil hier diese Stützen fehlten, speziell die mittlere Stütze, konnte der Ofen nicht in Gebrauch genommen werden. Denn der war so konstruiert, dass er hängend in der Mitte des Zeltes seine Wärme spenden sollte. Für den vorderen und hinteren Teil des Zeltes wurden Ski verwendet, wie man auf diesem Foto sehen kann. Ein weiterer kritischer Punkt ist der verfügbare Platz im Zelt, der für 9 Personen sehr klein war. Wie die Skizze zeigt, hatte das Zelt eine Fläche von 4 Metern mal 1,80 Meter. Wenn alle Personen parallel zur schmalen Seite gelegen hätten, dann hätte jeder 180 cm in der Länge, aber nur 44 cm in der Breite zur Verfügung. Und wenn man bedenkt, dass diese Wanderung ursprünglich mit 10 Personen geplant war, dann wird es noch seltsamer. Tatsache ist, das Schlafen muss sehr beengend für die Diatlo-Gruppe gewesen sein und wird demzufolge nicht den erholsamen Charakter gehabt haben, den es hätte haben sollen. Am 28. Januar schrieb Sinaida Kolmogorova in ihr persönliches Tagebuch, dass sie auf dem Holz schlafen musste. Offenbar gab es nicht einmal weiche Unterlagen. Es wurden nur 9 Wolldecken im Zelt gefunden und die brauchten sie zum Zudecken. Das Zelt war instabil, es war viel zu klein für 9 Personen und es gab keinen Komfort. Eine weiche Unterlage wäre nicht nur komfortabel gewesen, sondern auch nützlich gegen die aufsteigende Kälte von unten. Ein nächster kritischer Punkt war der Zustand des Zeltes. Schon von Beginn an gab es Löcher im Stoff. In der Auflistung des Reparatursets werden Nadeln erwähnt. Wenn Löcher im Zelt mit Nadel und Faden repariert werden, wird der Zeltstoff beschädigt. Man darf Zelte nur mit Tapes und Flicken klebend reparieren, aber niemals nähen. Aber dieses Zelt wurde aus 2 Zelten zusammengenäht, wodurch nicht nur die Stabilität vermindert, sondern auch der Stoff beschädigt wurde. Ebenfalls kritisch ist ein möglicher Sauerstoffmangel im Zelt. Durch die große Kälte bildet die ausgeatmete Atemluft, die Körperausdünstungen und die Feuchtigkeit durch nasse Kleidung eine dünne Eisschicht innen und außen auf dem Zeltstoff. Die 9 Wanderer waren den ganzen Tag dem Schneefall ausgesetzt und ihre Jacken müssen darum dementsprechend feucht gewesen sein. Die Luftfeuchtigkeit im Zelt war aus diesem Grund ungewöhnlich hoch. Die dünne Eisschicht macht den Zeltstoff luftdicht. Es findet kein Luftaustausch mehr statt. Die Folge ist Sauerstoffmangel. Punkt 9 ist die Abwesenheit eines erfahrenen Gruppenführers. Eine mehrtägige Wanderung fernab der Zivilisation und bei Temperaturen bis zu minus 30 Grad ist kein Sonntagsspaziergang. Eine einzige falsche Entscheidung kann unter diesen Umständen schon zum Tod führen. Und darum wäre ein erfahrener Gruppenführer hier unentbehrlich gewesen. Die Diatlo-Gruppe bestand aus 5 Studenten und 3 Studienabsolventen zwischen 20 und 24 Jahren und dem mit 37 Jahren etwas älteren Zolotajow. Der 23-jährige Gruppenführer Igor Diatlo hatte erst an einer einzigen Winterwanderung der Kategorie 3 teilgenommen. Geleitet hatte er bisher noch keine Winterwanderung in dieser schwierigen Kategorie. Für die anderen 8 Mitglieder war diese Winterwanderung die erste in der Kategorie 3. Einige hatten schon 1 oder 2 schwierige Sommerwanderungen mitgemacht, aber keiner außer Igor Diatlo hatte in der Vergangenheit Erfahrungen sammeln können mit einer Winterwanderung der 3. Kategorie. 8 von ihnen hatten keine Ahnung, welche harten Anforderungen auf sie zukommen würden. Punkt 10 ist der wahrscheinliche Konsum von Alkohol, Medikamenten und Zigaretten. Aus mehreren Zeugenaussagen ging hervor, dass eine Flasche Wodka im Zelt stand. Es gab unterschiedliche Aussagen darüber, ob sie leer war oder ob noch etwas Flüssigkeit in der Flasche enthalten war.
sollten einige Gruppenmitglieder Alkohol getrunken haben, als Ersatz für den ausgefallenen Ofen, dann sind die betreffenden Personen dadurch noch schneller in Unterkühlung geraten. Denn die scheinbare Wärme, die sich unmittelbar nach dem Trinken von Alkohol im Körper ausbreitet, weicht sehr schnell und lässt den Körper anschließend noch mehr frösteln. Der Alkohol erweitert die Blutgefäße in der Haut. Es fließt mehr Blut an die Körperoberfläche. Gleichzeitig wird mehr Wärme vom inneren Kern des Körpers nach außen geleitet. Die hierbei kurzzeitig entstandene Wärme wird an die Luft abgegeben und der Körper kühlt umso schneller aus. Alkohol kühlt nicht nur den Körper aus, sondern vernebelt auch die Sinne und verhindert somit kluge Entscheidungen. Bei Igor Djatlo und Alexander Kolevatov fanden sich Medikamente, deren Wirkstoffe nicht unbedenklich waren. Bei Djatlo fand man eine Packung Streptozide mit 4 Tabletten. Dieses Medikament wird zum Beispiel verschrieben bei Gonorrhoe, auch Tripper genannt. Auch bei Durchfall und bei Meningitis oder auch Hirnhautentzündung. Ebenso bei Angina und bei Blasenentzündung. Bei Kolevatov fand man Codein mit Soda. Diese Tabletten helfen gegen Schmerzen und Reizhusten. Codein wurde früher aus Schlafmohn gewonnen und wird missbräuchlich als euphorisierendes und dämpfendes Rauschmittel eingenommen. Ob jemand von den Gruppenmitgliedern Zigaretten geraucht hat, ist unbekannt. Es gibt nur einen Hinweis von Sinaida Kolmogorova am 23. Januar im Gruppentagebuch. Sie schrieb, die Jungen schworen feierlich, während der gesamten Reise nicht zu rauchen. Das bedeutet, dass einige der Männer Raucher waren, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Raucher freiwillig auf seine Zigaretten verzichten wird, nur weil er es feierlich geschworen hat. Punkt 11 ist das Fehlen eines Notfallplans. Und diese Tatsache macht den Ausflug zu einem Russisch-Roulette-Spiel. Bei einer mehrtägigen Wanderung in der menschenleeren Wildnis und bei winterlichen Temperaturen bis minus 32 Grad und ohne ein Funkgerät oder Handy würde schon ein einziger verstauchter Knöchel eine fast unmögliche Rettungsaktion bedeuten. Denn schon mit gesunden Knochen ist diese Exkursion lebensgefährlich gewesen. Das Leben jedes Einzelnen hing von Anfang an einem seidenen Faden. Es gab nur eine Option, nämlich, dass alle diese Tour gesund und auf eigenen Beinen schaffen würden. Eine andere Option wurde nicht eingeplant. Es war ihnen nicht möglich, in kurzer Zeit Hilfe zu holen, falls sie nötig wäre. Und wenn sie einen Verletzten hätten zurücktragen müssen, dann hätten sie außer dem hohen Gewicht der Rucksäcke ein noch höheres Gewicht tragen müssen und unmenschliche Kräfte aufbringen müssen. Das Fehlen eines Plan B ist hier gleichbedeutend mit Überleben oder Sterben. Andere Pläne gab es nicht. Was geschah mit den Mitgliedern der Djatlo-Gruppe? Warum sind sie gestorben? Dieses Kapitel stellt eine Theorie vor, wie die letzten Stunden im Leben der neuen Wanderer ausgesehen haben könnten. 1. Februar 1959. Djatlo beschließt den Aufbau des Zeltes auf dem Hang des Berges Kolat Shiakl und teilt dies der Gruppe mit. Zolotaryov hat in seinen 4 Jahren an der Front gelernt, wie man in der Kälte am besten überlebt und darum widerspricht er Djatlo und sagt ihm, dass das eine schlechte Idee ist. Doch der argumentiert mit der bereits verlorenen Zeit und erklärt, dass noch mehr Zeit verloren gehen würde, wenn sie das Zelt nicht dort aufstellen. Alle fügen sich seinen Argumenten, er ist der Gruppenführer. Er wird schon wissen, was richtig ist. Jetzt bauen sie erstmal ein Lager für die Lebensmittel, die sie dort ablegen und später auf dem Rückweg wieder mitnehmen wollen. Damit werden ihre Rucksäcke um 54 Kilogramm leichter. Als sie fertig waren, bereiteten sie den Aufstieg auf den Berg vor. Es schneite ununterbrochen und der Wind blies stark. Obwohl ihre Rucksäcke leichter waren, war der Aufstieg dennoch anstrengend. Und mit jedem Meter, den sie höher kamen, wurde der Wind stärker und kälter. Gegen 17 Uhr hatten sie es geschafft. Erschöpft und verschwitzt hatten sie die Höhe 1079 Meter erreicht. Ihre Baumwollunterwäsche klebte auf der Haut. Jetzt mussten sie schnellstens das Zelt aufstellen, denn bald würde es dunkel werden. Sie konnten kaum 2 Meter weit sehen, so heftig war der Schneefall. Der stürmische eisige Wind blies die letzten Reste guter Laune fort. Nach den Anstrengungen des Aufstiegs spürten sie, wie ihnen nun immer kälter wurde. Aber sie hatten viel zu tun und dachten nicht lange darüber nach. Das Zelt wurde an den Rändern mit Skiern im Boden befestigt, aber es hing in der Mitte durch. Da konnten sie nichts machen, da es hier keine Bäume gab. Deswegen mussten sie diese eine Nacht auf den Ofen verzichten.
Es musste sein. Als das Zelt endlich stand, machten sie ein Lagerfeuer, um etwas Trinkwasser zu erwärmen und um Essen zuzubereiten. Das Feuer war bei diesem Wind kaum zu bändigen und schaffte es nicht, sie aufzuwärmen. Sie konnten es kaum erwarten, ins Zelt zu kriechen. Hier waren sie zumindest vor dem Wind geschützt. An diesem Tag war es extrem ungemütlich. Sie waren durchgefroren und hatten keine Lust zum Reden. Niemand hatte Lust, etwas ins Tagebuch zu schreiben. Wegen des rauen Wetters tranken sie zu wenig, denn jeder fürchtete sich davor, unter diesen Umständen seine Notdurft zu verrichten. Jemand holte eine Flasche Wodka aus seinem Rucksack und trank einen großen Schluck daraus, weil er endlich dieses anhaltende Kältegefühl vertreiben wollte. Ein paar andere aus der Gruppe streckten ebenfalls ihre Hände nach der Flasche aus. Djatlo trank nichts davon, er wollte einen klaren Kopf behalten. Nun hatte auch plötzlich jemand Zigaretten in der Hand und kurz darauf verteilte sich der Qualm im Zelt. Momentan interessierte sich niemand für Regeln und Verbote. Die Erschöpfung und die Kälte haben sie in einen Zustand der Gleichgültigkeit versetzt. In den nächsten Minuten sind sie eingeschlafen. Inzwischen war es Nacht, beziehungsweise früh am Morgen des 2. Februar 1959. Es gab einen Wetterumschwung, der die Temperaturen auf minus 32 Grad fallen ließ. Hier auf dem Hang des Berges war es deutlich kälter und aufgrund des stürmischen Windes drang die Kälte in jede noch so kleine Ritze. Die Vorteile des Ofens hatten die Gruppenmitglieder schon bei den wesentlich geringeren Temperaturen zu schätzen gewusst, seine Wärme hätten sie alle jetzt dringend gebraucht. Damit ihre Körper sich im Schlaf aufwärmen können und damit sie mit frischen Kräften in den neuen Tag starten können. Doch das Gegenteil trat ein. Ihre Körper kühlten im Schlaf noch weiter aus. Auch hatten sie keine Unterlage, die vor der Bodenkälte schützte. Es gab auch keinen Schlafsack, sondern nur eine Wolldecke für jeden. Plötzlich brach das Zelt über sie zusammen. Die größte Schwachstelle des Zeltes war die Naht, an der zwei kleinere Zelte zu diesem einen zusammengenäht wurden. Es ist niemals ratsam, ein Zelt mit Nadel und Faden zu bearbeiten. Davon wird in jedem Fall abgeraten, weil damit das Material beschädigt wird. Da hier zusätzlich noch die Kräfte eines Schneesturms auf das Zelt einwirkten, war der Schaden unausweichlich. Das Zelt war an der höchsten Stelle nur einen Meter hoch. Es landete direkt auf den Körpern der Schlafenden. Sie schreckten hoch und gerieten in Panik. Die Situation war ungewohnt und neu und sie waren nicht darauf vorbereitet. Ein erfahrener Gruppenführer hätte an dieser Stelle alle beruhigt und hätte ihnen gesagt, dass sie sich warm anziehen müssen. Aber auf dieser Wanderung gab es keinen erfahrenen Gruppenführer. Also machte jeder, was ihm einfiel. Und einer von ihnen schnitt zwei große Löcher ins Zelt, denn er hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Auch bei den anderen machte sich Sauerstoffmangel bemerkbar, es war ihnen nur nicht bewusst. Sie waren benommen. Einer nach dem anderen verließ das Zelt durch eins der Löcher. Dann standen sie vor ihrem eingestürzten und zerschnittenen Zelt. Sauerstoffmangel und Kälte haben ihr Urteilsvermögen geschwächt und ihr Bewusstsein getrübt. Sie waren nicht mehr in der Lage, ihre Situation einzuschätzen oder vernünftige Entscheidungen zu treffen. Durch die große Kälte hat sich innen und außen am Zelt eine Eisschicht gebildet und das Zelt praktisch luftdicht versiegelt. Die erhöhte Feuchtigkeit im Zelt hat dies begünstigt. Wegen des langen Schneefalls waren die Jacken der Wanderer sehr feucht, weshalb die Luftfeuchtigkeit im Zelt stark angestiegen ist. Niemand gab Anweisungen. Igor Djatlo leuchtete mit seiner Taschenlampe über das Zelt und war ratlos. Während sie überlegten und nach einer Lösung suchten, entzog der eisige Wind ihnen ihre Körperwärme und ihre Körpertemperatur sank. Aufgrund des Windchill-Effekts betrugen die Temperaturen aktuell gefühlt um die minus 50 Grad. Die neuen Wanderer waren nicht mal annähernd so gekleidet, wie sie sein sollten. Davon abgesehen waren sie vorher schon durch die Kälte im Zelt und ihre feuchte Unterwäsche unterkühlt. In der Nacht zuvor waren die Temperaturen nur halb so kalt, es war kaum windig und der Ofen wärmte die Luft im Zelt. Im Vergleich dazu herrschten in dieser Nacht extreme veränderte Bedingungen. Die Unterkühlung beeinträchtigt auch die Denkprozesse im Gehirn. So wie die Nervenzellen und das Gewebe der Haut durch Kälte geschädigt werden, so werden auch die Nerven des Gehirns geschädigt. Die Gruppenmitglieder spürten die Kälte nicht mehr. Und sie waren nicht mehr in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Einige von ihnen waren apathisch wie im Trance. Die anderen fühlten nur eine große Gleichgültigkeit.
Einer aus der Gruppe ging instinktiv ins Tal hinunter, andere folgten ihm. Nur zwei von ihnen waren so geistesgegenwärtig, dass sie sich warme Kleidung anzogen. Djatlo schaltete die Taschenlampe aus, legte sie auf das Zelt und folgte den anderen. Sie gingen wortlos den Hang hinunter bis zur Zeder. Der Platz schien ideal für ein Lagerfeuer zu sein. Sie sammelten Holz und machten ein Feuer. Plötzlich brach Krivonischenko zusammen und kurz darauf auch Doroschenko. Die anderen Gruppenmitglieder ahnten plötzlich, dass sie in Gefahr waren und wurden unruhig. Daraufhin beschlossen Kolmogorova, Slobodien und Djatlo, dass sie das Zelt und die Rucksäcke holen. Auf dem Weg dahin brachen auch sie erschöpft zusammen. Die anderen vier, Kolevatov, Zolotajov, Thibaut, Brinol und Dubinina, gingen in die andere Richtung. Zolotajov hatte die Idee, eine windgeschützte Höhle zu bauen. Er schnitt den beiden toten Doroschenko und Krivonischenko die Kleidung herunter, nahm sie mit in die Höhle und baute damit vier Sitzgelegenheiten. Anschließend ging er zu seinen drei Kameraden, versorgte sie mit den restlichen Kleidungsfetzen und forderte sie auf, ihn zu der Höhle zu begleiten. Doch keiner stand auf, also legte Zolotajov sich auch zu ihnen. Kurz darauf fiel ein schwerer Ast auf die Brust von Zolotajov und Dubinina und traf Thibaut Brinol am Kopf. Wenige Minuten später starben sie an ihren Verletzungen. Kolevatov starb etwas später an Unterkühlung. Es kommt oft vor, dass Äste und sogar ganze Bäume unter der Schneelast brechen. Besonders Nadelbäume sind von Schneebruch betroffen. Da die wegen ihrer Nadeln eine größere Oberfläche haben und sich viel vom schweren Schnee darauf ansammeln kann. Weil die Djatlo-Gruppe nicht wie geplant am 14. Februar in Wissai eintraf, meldeten die Angehörigen sie als vermisst. Am 20. Februar wurden die ersten Rettungsmannschaften in das Gebiet geschickt, um die vermissten Wanderer zu suchen. Bis Ende Februar suchten 46 Studenten und Lehrer nach ihnen. Danach schlossen sich noch mehr Studenten der Suche an und auch einige Militärangehörige mit Hubschraubern und zwei Suchhunden. Insgesamt waren etwa 120 Männer an der Suche beteiligt. Eine Woche nach Beginn der Suche, am 27. Februar, fand man die ersten vier Leichen. Juri Doroschenko und Juri Krivonischenko unter der Zeder. 1500 Meter vom Zelt entfernt. Igor Djatlo 300 Meter von der Zeder entfernt. Und Sinaida Kolmogorova 630 Meter von der Zeder entfernt. Am 5. März wurde Rustem Slobodien gefunden. Er lag 480 Meter von der Zeder entfernt. Wegen starker Schneefälle konnten die übrigen vier Leichen erst am 5. Mai gefunden werden. Es waren Jutmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotajov und Nikolai Thibaut Brinol. Sie lagen in einem Flussbett in der Nähe ihrer Kameraden unter 2 Metern hohem Schnee, etwa 75 Meter von der Zeder entfernt. Das Unglück am Djatlo-Pass ist mit einer mysteriösen Aura behaftet, aufgrund der erschreckenden und etwas gruselig aussehenden Verletzungen. Der Hauptgrund für die vielen Fragezeichen ist die Tatsache, dass dieser Fall mit all seinen Einzelheiten an die Öffentlichkeit gelangte. Autopsieberichte sind aber grundsätzlich nicht geeignet, öffentlich verbreitet zu werden. Denn erstens sind sie gruselig für jeden Nichtmediziner und zweitens sind sie unverständlich für Laien. Der Tod und die Vielzahl seiner Begleiterscheinungen sind für die meisten Menschen unbekannt. Und wenn dann doch mal Einzelheiten an die Öffentlichkeit gelangen, dann sind sie logischerweise mysteriös, denn mit solchen Details sind Menschen nicht vertraut. Das gehört nicht zum Allgemeinwissen. Die Verletzungen einiger Mitglieder der Djatlo-Gruppe waren unter anderem Kälteverbrennungen, die auch Gefrierbrände genannt werden. Solche Verbrennungen sehen tatsächlich aus wie Verbrennungen durch Feuer. Sie entstehen durch Berührung von kalten Gegenständen wie Metall. Sie hatten außerdem auch Frostbeulen. Es gibt Theorien, die aufgrund der Handverletzungen eine Prügelei unter den Gruppenmitgliedern vermuteten. Aber dafür gibt es keine Anzeichen. Die Verletzungen an den Händen waren Merkmale von Erfrierungen. Die Autopsieberichte stellten Symptome von Erfrierungen dritten und vierten Grades bei den 9 Wanderern fest. Besonders gefährdet bei Erfrierungen sind Hände und Finger, Füße und Zehen, sowie die Ohren und die Nase. Die fehlende Nase bei einem der Wanderer zeigt, dass diese erfroren und das Gewebe danach abgefallen ist. In vielen Fällen fehlte Weichteilgewebe. Auch das Fehlen der Zunge und der Augen ist ein typisches Beispiel dafür, was Frost und Kälte mit dem Körper eines Menschen machen kann.
Die Rippenbrüche von Lyudmila Dubinina und Semyon Solotajov waren in der Stärke und Richtung gleich, so dass ein und dasselbe Ereignis dafür verantwortlich gewesen sein könnte, laut Autopsiebericht. Sehr wahrscheinlich war es ein durch die Last des Schnees abgebrochener Ast, der auf die beiden Personen fiel, die vielleicht in dem Augenblick erschöpft auf dem Rücken lagen. Derselbe Ast ist vermutlich auch die Ursache gewesen für den Schädelbasisbruch von Nikolai Thibaut Brinol. Alexander Kolevatov war von der Vierergruppe der einzige Unverletzte und könnte den Ast weggeschoben haben. Hätte der herabgestürzte Ast nicht drei Mitgliedern der Gruppe die tödlichen Verletzungen zugefügt, dann wären auch diese drei an Unterkühlung gestorben, so wie die anderen sechs Wanderer. Unter dem Gewicht von Schnee können nicht nur Äste brechen, sondern sogar ganze Bäume umfallen. Nadelbäume sind von Schneebruch deutlich mehr betroffen als Laubbäume, da sie wegen ihrer Nadeln eine große Oberfläche haben. Und das Waldgebiet, in dem sich die Djatlo-Gruppe aufhielt, bestand hauptsächlich aus Nadelbäumen. Für einen Kampf im Zelt oder einen Überfall auf das Zelt gibt es keine Hinweise. Die Fußspuren um das Zelt wären dann nicht erhalten geblieben und es hätte Kampfspuren geben müssen. Tiere wurden dort auf dem Berg auch noch nie gesichtet, das haben alle Jäger einstimmig zu Protokoll gegeben. Die Opfer mit den Rippenbrüchen und dem Schädelbasisbruch hätten im Falle eines Kampfes auch noch andere Verletzungen haben müssen. Das war aber nicht der Fall. Außerdem hat der untersuchende Arzt festgestellt, dass Dubinina nach dem Rippenbruch nur maximal noch 10 bis 20 Minuten gelebt haben kann und das gleiche gilt für Solotajov und Thibaut Brinol. Die drei sind an ihren Verletzungen gestorben, genauer gesagt an den darauf folgenden inneren Blutungen. Die Verletzungen mussten darum dort passiert sein, wo sie gefunden wurden. Die Djatlo-Gruppe ist erfroren. Drei von ihnen starben, bevor sie erfroren wären, weil ein durch die Schneelast herabfallender Ast ihnen tödliche Verletzungen zufügte. Sie starben, weil sie die Gefahren der Kälte unterschätzt haben. Kälte, Erschöpfung, starker Wind und Feuchtigkeit ergeben zusammen eine tödliche Kombination, die auch heute noch jedes Jahr viele neue Todesopfer fordert. Kälte ist lebensgefährlich. Wenn die vier Faktoren Kälte, Erschöpfung, Feuchtigkeit und Wind zusammenkommen, dann besteht höchste Lebensgefahr. Der Mensch braucht zum Leben eine Kernkörpertemperatur von 37 Grad. Bei 40 Grad schrillen die Alarmglocken, dann spricht man von Fieber. Bei 35 Grad spricht man von Hypothermie. Aber hier sind die Alarmglocken nicht so laut, sie werden kaum gehört. Trotzdem ist das Absinken der Temperatur genauso lebensgefährlich wie eine erhöhte Temperatur. Wie schnell ein Menschenleben ausgelöscht werden kann, nur wegen eines Wetterumschwungs, das sollen die folgenden Unglücksfälle deutlich machen. Tragisches Unglück Nummer 1. Zugspitzlauf im Juli 2008. Der Start des Rennens begann bei 13 Grad und Regen. Eine Strecke von 16 Kilometern und 2200 Höhenmetern war zu überwinden auf die 2962 Meter hohe Zugspitze. Wanderer benötigen dafür 7 bis 9 Stunden. Die besten Läufer schaffen diese Strecke in etwa 2 Stunden. Auf dem Gipfel sind zum Zeitpunkt des Starts noch Temperaturen im Plusbereich. Jeder Teilnehmer wurde darüber informiert, dass er oben auf der Zugspitze mit Regen, Schnee und Kälte rechnen muss. Aber nur wenige der etwa 700 Teilnehmer haben zusätzliche Kleidung dabei. Oberhalb des Restaurants Son Alpin auf 2580 Metern geht der Regen in Schnee über. Zunehmender Wind kommt auf, der Schneefall wird immer stärker. Über 50 Bergretter sind im Einsatz, um immer mehr unterkühlte und erschöpfte Sportler zu versorgen. Zu viele Sportler haben ihre Kräfte überschätzt und die zu erwartende Kälte unterschätzt. Die Bergretter konnten nicht sofort jedem zu Hilfe eilen. 200 Meter unterhalb des Gipfels starben zwei erfahrene Marathonläufer an Unterkühlung und Erschöpfung. Viele andere Läufer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Sechs von ihnen wegen Hypothermie zweiten Grades. Der Überraschungsmoment des Wetterumsturzes hat viele Sportler an ihre Grenzen gebracht. Erschöpfung, Nässe und Kälte führten zum Tod zweier Sportler. Tragisches Unglück Nummer 2. Hochkönig im Salzburger Pongau im September 2012. Ein Mann und eine Frau aus Österreich sind bei gutem Wetter gestartet, um den Königsjodler zu durchsteigen. Laut Wetterbericht musste mit einem Wetterumsturz gerechnet werden. Die beiden waren gegen 18 Uhr auf einer Höhe von 2850 Metern und hatten den Ausstieg fast erreicht.
Da traf sie der Wetterumsturz mit heftigem Regen, der später sogar in Schnee überging. Die Frau war erschöpft und deshalb mussten die beiden immer mehr Pausen einlegen. Ihre Kleidung war unzweckmäßig und durchnässt. Erst gegen 22 Uhr gelang es dem Mann, einen Notruf abzusetzen. Der Hüttenwirt des Matrasshauses und ein weiterer Helfer waren eine halbe Stunde später bei den beiden angekommen. Die Frau hat auf die angebotene Hilfe zuerst aggressiv reagiert, was vermutlich auf eine Bewusstseinsstörung aufgrund von Unterkühlung geschah. Sie verstarb noch während des Transports. Tragisches Unglück Nummer 3. Mont Blanc du Tacoul im August 2017. Zwei 40-jährige Männer wollten am 7. August 2017 über den Teufelsgrat auf den über 4000 Meter hohen Mont Blanc du Tacoul. Das Wetter hatte sich am selben Abend verschlechtert. Nachdem die Angehörigen nichts mehr von den Männern hörten, alarmierten sie die Bergwacht. Am 9. August konnten die beiden Bergsteiger nur noch tot geborgen werden. Sie waren erfroren. Tragisches Unglück Nummer 4. Haute-Route von Chamonix nach Zermatt im April 2018. Acht erfahrene Skitourengeher sind mit einem professionellen Bergführer und seiner Frau auf einer sechstägigen Tour in den französischen Alpen. Der 59-jährige Bergführer hatte bereits etliche Berge in der ganzen Welt bestiegen, darunter waren drei 8000er Gipfel im Himalaya. Am vierten Tag ihrer Tour starteten die vier Frauen und sechs Männer um 6.30 Uhr von der Hütte Caban Tedis. Für diesen Tag war eine Tour zur Nakamuli-Hütte geplant, aber der Bergführer änderte kurzfristig das Ziel, weil eine Wetteränderung angekündigt wurde. Der Wetterbericht sagte starken Wind voraus. Das neue Tagesziel war die Vignettes-Hütte, was die Gehzeit um 2 Stunden verkürzen sollte. Sie hätten die Vignettes-Hütte eigentlich rechtzeitig zum Mittagessen erreichen müssen. Die Route besteht aus einem langen Aufstieg und einer anschließenden langen Abfahrt. Das Besondere an dieser Route ist eine 2 Meter breite Passage im Felsen, die man durchqueren muss. Die ist schon bei gutem Wetter etwas schwierig zu finden, aber noch viel schwieriger bei Schneetreiben und verringerter Sicht. Bereits nach 4 Stunden verschlechterte sich das Wetter deutlich. Zurückzugehen wäre jetzt vernünftig. Doch die Gruppe ging weiter den Berg hinauf. Die Tourengeher merkten irgendwann, dass ihr Bergführer Probleme mit seinem GPS hatte. Die Apps auf den Mobiltelefonen funktionierten nicht mehr. Einer der Wanderer, ein 45-jähriger Italiener, hatte ein wasserfestes GPS-Gerät dabei, das funktionierte noch. Bis hierhin sind alle Teilnehmer der Wanderung sozusagen blind dem Bergführer gefolgt. Sie vertrauten ihm voll. Jetzt stellte sich heraus, dass der Bergführer kein funktionierendes GPS mehr hatte und das GPS des Italieners hatte nur die Sommerroute der Tour gespeichert, die nicht identisch ist mit der Winterroute. Spätestens jetzt hätte der Bergführer die Tour abbrechen müssen. Aber sie gingen weiter hinauf und erreichten zwischen 11 und 12 Uhr den Gipfel des Pinedarola. Dort war der Wind noch stärker und der Schneefall noch heftiger. Sie beschlossen wegen der schlechten Sicht von maximal 2 Metern, nicht mit Skiern hinabzufahren, sondern zu Fuß herunterzusteigen. Während ihres Abstiegs sanken auch die Temperaturen immer weiter und die Windböen erreichten Geschwindigkeiten bis zu 80 Kilometern pro Stunde. Die Gruppe versuchte der Sommerroute zu folgen und kam mehrmals vom Weg ab. Sie hatten seit dem frühen Morgen nichts gegessen und getrunken, obwohl sie Trinken und Essen in ihren Rucksäcken hatten. Jeder fürchtete sich, seine Handschuhe auszuziehen. Auf dem GPS konnten alle sehen, dass die Hütte nah war, nur etwa 500 Meter entfernt. Doch niemand von der Gruppe wusste, dass man durch einen schmalen Felsspalt hindurch muss, das wusste nur der Bergführer und der konnte den Felsspalt bei dieser schlechten Sicht nicht finden. Darum kam auch niemand auf die Idee, einen Notruf abzusetzen. Jeder war optimistisch gestimmt und glaubte, dass sie die Hütte gleich erreichen werden. Erst als es dunkel wurde, wollte der Bergführer mit seinem Satellitentelefon Hilfe rufen. Doch das ging nicht mehr, denn der Akku war leer. Sie konnten nicht weitergehen in der Dunkelheit, sie mussten hier übernachten. Sie waren auf einer Felszunge, wo der Wind mit Orkanstärke blies und wo fast der komplette Schnee weggeblasen war. Sie hatten keine Kraft mehr, um ein paar Meter zurückzugehen, dahin, wo mehr Schnee lag und wo es windgeschützter wäre. Jeder weiß, wenn er jetzt einschläft, wird er unterkühlen und sterben. Der Italiener schlug dem Bergführer vor, nach einem besseren Platz für die Frauen zu suchen, denn er sah, dass es ihnen sehr schlecht ging. Doch der Bergführer war inzwischen erblindet.
Er konnte nichts mehr sehen. Langsam dämmerte es, der nächste Tag brach an. Der Italiener und die etwa 50-jährige Münchnerin waren die einzigen, die jetzt die Augen offen hatten. Sie tranken Tee und plötzlich sahen sie eine Gruppe von Bergsteigern unter sich. Der Italiener gestikulierte und rief laut um Hilfe und die Bergsteiger bemerkten ihn. Dann kam der Helikopter. Von den 10 Tourengehern sollten nur 3 überleben, der Italiener, die Münchnerin und ein 72-jähriger Schweizer. Die anderen 7 sind erfroren. Tragisches Unglück Nummer 5. Walliser Alpen im Juli 2021. 2 Frauen starben am 3. Juli 2021 auf 4000 Meter Höhe auf dem Monte Rosa in den Walliser Alpen an Unterkühlung. Ein Mann, der die beiden Frauen begleitet hatte, wurde mit Erfrierungen in ein Schweizer Krankenhaus geflogen. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschten extreme Wetterbedingungen und starke Winde. Tragisches Unglück Nummer 6. Allgäuer Alpen im Februar 2022. 2 Bergwanderer hatten sich am 21. Februar 2022 am Gaisfuß bei Oberstdorf in den Allgäuer Alpen verstiegen. Sie wurden von Schneefall und starkem Wind überrascht und hatten die Orientierung verloren. In einem mehrstündigen Rettungseinsatz von Bergwacht, Polizei und Notarzt konnte nur noch einer lebend geborgen werden. Der andere Wanderer ist erfroren. Hypothermie. Der Kältetod kann mehrere Stunden lang dauern. Zuerst reagiert der Körper mit Zittern, bei starker Unterkühlung mit Schüttelfrost. Nicht nur die Muskulatur ist von der Kälte betroffen, sondern auch das Gehirn. Erfrierende werden unkonzentriert und können nicht mehr klar sprechen. Sie können die Situation nicht mehr richtig einschätzen und sind demzufolge nicht mehr in der Lage, sich selbst zu retten. Zitternschwäche und geistige Verwirrung treten schon bei einer leichten Unterkühlung von nur 2 Grad unter normaler Körpertemperatur auf. Der Körper setzt in solchen Fällen Prioritäten, er zieht alle verfügbare Wärme nach innen zu den lebenswichtigen Organen. Darum sind alle äußeren Körperteile wie Arme, Finger und Beine, Zehen, Gesicht, besonders Ohren und Nase als erstes von Erfrierungen betroffen. Am Anfang einer Erfrierung spürt der Betreffende ein leichtes Kribbeln und Taubheitsgefühl. Wenn er das ignoriert, kommt die nächste Phase. Die Haut wird kalt und rot. Wenn jetzt immer noch kein schützender warmer Ort aufgesucht wird, verfärbt sich die Haut gelb-weiß und anschließend weiß-grau. Sie gefriert im wahrsten Sinne des Wortes. Ab hier hat der Erfrierende kein Gefühl mehr für Kälte oder Schmerzen. Ein nicht seltenes Phänomen ist die sogenannte Kälte-Idiotie. Der Erfrierende spürt dann große Hitze und es kommt vor, dass er sich entkleidet. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden bilden sich Blasen und die weißgraue Hautfarbe wird langsam schwarz. Bald darauf hört das Herz auf zu schlagen. Oft gelingt es den Rettern, stark unterkühlte Personen nach Stunden oder sogar Tagen lebend zu finden, aber die Überlebenschancen sind dann sehr gering. Viele Patienten sterben den bekannten Bergungstod. Sie haben in ihrem Körperkern wärmeres Blut als in den Gliedmaßen. Werden sie bewegt, was bei einer Bergung kaum auszuschließen ist, dann kann das kalte Blut in den Körperkern fließen, was zu Herzrhythmusstörungen und letztendlich zu Herzversagen führen kann. Besonders gefährlich wird Kälte, wenn auch noch Erschöpfung dazu kommt. Noch gefährlicher wird Kälte, wenn Erschöpfung und starker Wind dazu kommen. Und am gefährlichsten wird Kälte, wenn Erschöpfung, starker Wind und Feuchtigkeit dazu kommen. Diese Kombination bringt Menschen innerhalb weniger Minuten in Lebensgefahr. Der radiologische Analysebericht ergab, dass die Kleidung von den 4 im Fluss gefundenen Wanderern Zolotajov, Kolevatov, Thibaut Brinol und Dubinina erheblich mit radioaktivem Staub kontaminiert war. Weil diese Kontaminierung nur die Personen betraf, die im Fluss liegend gefunden wurden, versteht es sich schon fast von selbst, dass der Fluss hierbei eine spezielle Rolle spielt. Die sibirischen Flüsse sind wegen des radioaktiven Kühlwassers mehrerer Kernkraftwerke stark belastet. Der Fluss, in dem die 4 gefunden wurden, gehört zwar offiziell nicht zu den radioaktiv verseuchten Gewässern, aber es ist bekannt, dass für Gewässer keine so eindeutigen Grenzen gelten wie für Länder. Viele Gewässer sind unterirdisch miteinander verbunden. Der 243 Kilometer lange Fluss Tetscha wurde durch seine starke radioaktive Verseuchung bekannt. Der Grund für die Verseuchung war der reguläre Betrieb und einige Unfälle in der kerntechnischen Anlage Mayak bei Osjorsk.
etwa 120 Kilometer südlich von Jekaterinburg. Der Tetscha mündet in den 606 Kilometer langen Fluss Issyt. Und der Issyt durchfließt die Oblast Sverdlovsk und viele Städte, unter anderem Jekaterinburg. Zu den am meisten mit Radioaktivität belasteten Gebieten in Russland gehört unter anderem die Stadt Perm im Uralvorland. Und auch Schelesnogorsk in Südsibirien, aufgrund zahlreicher Atomwaffentests in der russischen Arktis, im Altai, an der Grenze zur Mongolei und im Süden Sibiriens. In den drei militärischen Nuklearfabriken Tomsk, Chelyabinsk und Krasnojarsk wurde eine Strahlung von über 1,7 Milliarden Curie freigesetzt. 85 Nuklearexplosionen zu friedlichen Zwecken wurden in Jakutien im hohen Norden durchgeführt. Und in Irkutsk in Südsibirien, in Perm im Ural und in Astrachan am Kaspischen Meer. Es kam zu mehreren Unfällen in Kernkraftwerken, Forschungszentren und Wiederaufbereitungsanlagen. Nach dem Unfall in der Majak-Fabrik am 29. September 1957 breitete sich eine radioaktive Wolke über drei Regionen der Sowjetunion aus. Auf einer Fläche von insgesamt 23.000 Quadratkilometern. Auch die arktischen Gewässer und die Meere im Osten sind verseucht. Ausgelagerte atombetriebene U-Boote und radioaktive Abfälle wurden dort versenkt. Zahlreiche Zwischenfälle in den Atommeilern tragen auch zur radioaktiven Belastung bei. Das AKW in Kursk meldete allein 1999 21 Zwischenfälle. Osjorsk gehört zu den gefährlichsten Städten der Welt. Die Stadt gilt als Geburtsort der russischen Atombombe. Am 29. September 1957 strahlte der Himmel über der Stadt blau-lila. Der Grund dafür war ein Unfall in dem 7 Kilometer entfernten Kernkraftwerk in Majak. Im Majak-Kraftwerk wurde seit seinem Bestehen inzwischen schon viermal so viel radioaktive Strahlung und Abfall produziert als bei der Tschernobyl-Katastrophe. Der Karatschai-See liegt im südlichen Ural in der Nähe der Stadt Küschtym. Seit 1951 ist der See eine Lagerstätte für radioaktiven Abfall aus Majak. Einem Bericht des World Watch Institutes zufolge ist Karatschai der am stärksten verschmutzte Ort der Erde. Die Strahlungsbelastung am Ufer des Sees lag 1991 im am stärksten belasteten Bereich bei etwa 6 Gray pro Stunde. Für ungeschützte Menschen wäre diese Strahlung bereits nach einer Stunde tödlich. Der See wurde in den 1980er Jahren mit Betonhohlkörpern aufgefüllt und 2015 vollständig abgedeckt.